Der Nintendo-Podcast Nummer 126 mit einer vielleicht halb so irgendwie möglicherweise sozusagen Spezialfolge, nämlich wir reden heute über unsere Spekulationen, was wird das Jahr 2021 aus Nintendo-Sicht bringen? Hallo und herzlich willkommen. Ja, Johannes, das machen wir heute. Wir reden heute über Spekulationen, aber erstmal geht's normal los, oder? Das ist richtig, ja. Erst haben wir natürlich die Spiele der Woche, wobei mein Skript mir sagt, dass du da heute ein bisschen was anderes vorzustellen hast als normalerweise. Bei den Sale-Highlights, bei den spannenden Schnäppchen aus dem E-Shop, da haben wir aber wie immer 10 mit dabei, beziehungsweise du hast 10 Spiele mitgebracht, wo du sagst, die sind interessant. Und dann, das ist sehr richtig, reden wir über die Jahresvorschau, Prognosen, Spekulationen, Wünsche und was uns sonst noch so alles einfällt, während wir im Gespräch sind. Ich bin sehr gespannt. Wir haben das diesmal so gemacht, das vielleicht als Vorab-Info, dass ich mir das aufgeschrieben habe, mein Jahr sozusagen durchgeplant habe, was ich mir vorstelle. Und du hast es auch getan und wir wissen es vom jeweils anderen nicht. Das heißt, wir hören das jetzt jeweils auch von dem anderen zum ersten Mal. Ich behaupte jetzt schon mal, dass du es wahrscheinlich besser strukturierst hast als ich, deine Vorhersagen, aber ich habe mir auch viele Sachen aufgeschrieben, wo ich mir vorstellen kann, dass passiert. Okay, Genau. ja, ich Und wir werden habe. übrigens so viel falsch liegen heute. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Das ist mir sehr bewusst, absolut. Aber ich glaube, mit so ein paar Sachen werden wir auch richtig liegen. Ich habe zum Beispiel, also ich habe mir das so gemacht, dass ich tatsächlich mir die 12 Monate aufgeschrieben habe und jeden Monat habe ich mir Bullet Points gemacht, was ich in dem Monat erwarte. Und da habe ich auch solche Sachen reingeschrieben, die schon feststehen, wie zum Beispiel, aber dazu kommen wir gleich, nur schon mal als Appetizer zu sagen, am 12. Februar habe ich das starke Gefühl, dass Super Mario 3D World rauskommt. Ich glaube, damit Nee. werde ich richtig liegen. Und am Ende haben wir dann noch die Community, wie immer, natürlich mit Fragen. Und so weiter. Das beantworten wir dann zum Schluss, wie wir das immer tun. Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt zum heutigen Kern der Folge kommen, also zu unserer Jahresvorschau, fangen wir doch erstmal an mit den Spielen der Woche, oder? Die Spiele der Woche in der Kalenderwoche 1, das sind knapp gleich 26 Spiele erschienen. Ich habe es jetzt heute leider nicht aufgeschrieben, weil ich nämlich stattdessen was anderes gemacht habe. Ich habe keine Spiele genommen, weil ich bin sie durchgegangen und da war wirklich nichts dabei, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt so toll oder so interessant, dass ich das unbedingt jetzt irgendwie vorstellen muss. Stattdessen ist mir aber was aufgefallen. Es ist nämlich ein seltsamer Umstand im eShop, zumindest wenn man sich's im Browser anschaut. Auf der eShop-Übersichtsseite im Browser ist nämlich eine der Kacheln, wo die neuen Spiele gezeigt werden, willkürlich zwischendrin auf einmal leer. Und jetzt frage ich mich, wurde da was entfernt? Haben da etwa die Aliens ein Spiel gestohlen und was haben die Illuminaten damit zu tun? Johannes, was weißt du? Du bist doch da irgendwie verstrickt. Ich bin da sehr verstrickt, deswegen muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Also, Geheimnis und so, aber Metroid Prime 4, das solltet Shadow ihr Drop, vielleicht. ne? Nee, im Gegenteil, das solltet ihr vielleicht nicht mehr unbedingt mitrechnen. Weil diese leere Kachel, da wurde was entfernt, wie du schon vermutest, ganz genau. Passt mal auf. Metroid Prime 4 war ja schon länger drin gestanden im eShop seit der Ankündigung. Ich habe seitdem nicht mehr gesehen, ja, sagen wir mal so. Ich weiß ja auch nicht, ja, ich kann ja auch nur spekulieren. Und ich sage mal so, ich habe die weiße Kachel und Metroid Prime 4 nie in einem Raum zusammen gesehen. Richtig, ich auch nicht. Und ich habe sie auch nie in einem E-Shop zusammen gesehen. Und Richtig, richtig. ich hab alle E-Shops angeschaut, Wii U, 3DS, Switch, im Browser und am Handy. Und Knuddels.de, ja. ICQ und MSN Messenger tatsächlich Ja. auch, ja. Und ich habe nirgendwo irgendwas gefunden. Also ich habe die böse Befürchtung, hier ist was im Gange. Und ich sag mal, Retro Studios, jetzt wo Next Level Games gekauft wurden. Next Level Retro, eines ist also in der Vergangenheit, eines in der Zukunft. Ah, ich sag mal, da sollte man jetzt mal selber drüber nachdenken, was das vielleicht heißen kann. Ich sage mal so, wenn du alle Buchstaben von Retro ersetzt, was kommt raus? Eben. Donald Ja? Trump, richtig. Donald Trump kommt raus, Sehr ja. richtig. Was kommt raus? Donald Trump, bald Ex-Präsident. Also, ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht nur was Großem auf der Spur, ich glaube, wir sind hier was sehr Großem auf der Spur. Ich sagte, die sind hinter uns her. Weil wir es wissen, weil wir es erkannt haben. Ja, also wenn ihr nächste Woche keinen Podcast hört und ihr wisst, wir sind sehr zuverlässig mit Mittwoch 15 Uhr, überall wo es Podcasts gibt, dann solltet ihr vielleicht die Behörden verständigen. Also ab 15:30 Uhr, dann wird es nämlich Ja, kritisch. genau. Also, wenn es eine Stunde Verspätung mal auf YouTube hat, das ist ein, zwei, dreimal schon vorgekommen. Aber wenn generell am Mittwoch, nächsten Mittwoch nicht die Folge Nummer 127 erscheint, dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, das sind wir vielleicht an einem Ort, der Öffentlichkeit unbekannt ist. Wer weiß das so genau, ne? Gelsenkirchen, ne? Wie heißt die Stadt, die es immer angeblich nicht gibt? Was ist da schnell? Welche ist das wieder? Welche ist denn da Das schnell? ist genau das Bielefeld, Ding. Bielefeld. Bielefeld, genau. Dann sind wir in Bielefeld und jetzt kann man das nicht sehen, aber ich mache gerade die Gänsefüßchen mit meinen Fingern.
Gut, ich glaube, das war jetzt genug. Ich glaube, das war jetzt wirklich genug, meine Güte, ja. Das war der Podcast Nummer 126, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, hoffentlich. Nein, wir kommen zu den aktuellen Sales-Highlights für die Switch. Und nachdem es ja letzte Woche diesen riesen Sale gab, wo Mario und Zelda und Schlag mich tot dabei waren, habe ich jetzt mal 10 kleinere Spiele rausgesucht, vor allem. Also jetzt nicht unbedingt mehr nochmal Nennungen, es waren jetzt auch schon viele, also die meisten Spiele raus aus dem Super Sale, aber die Sachen, die noch drin waren, habe ich jetzt nicht nochmal genannt, habe stattdessen, ja, was sonst noch so an schönen, guten Spielen dabei war, genommen. Erstmal Spirit of the North um 10,50 Euro statt 21 Euro, das ist das Spiel, wo man diesen Fuchs spielt, das jetzt spielerisch nicht das Tollste der Zeiten sein soll, was aber einfach atmosphärisch und grafisch ganz toll ist. Dann Lego Marvel Super Heroes 2 um 18 statt 60 Euro. Also die Marvel-Spiele von Lego sind mir tatsächlich welche von den liebsten. Ich finde, das funktioniert einfach gut mit diesen ganzen Superhelden-Sets und Superhelden-Greifen. Die mag ich sehr gerne und das gibt es entsprechend halt auch für die Switch. Gibt auch einige andere Lego-Spiele zurzeit wieder vergünstigt. Gibt es auch immer wieder mal vergünstigt, aber die Marvel-Spiele sind ja schon sehr gut. Dann das Scribblenauts Megapack um 9,90 Euro statt 30 Euro. Da hatte ich eigentlich da reingeschrieben, welche zwei Spiele das sind, aber du hast das rausgelöscht im Skript. Das sind oh, auf jeden Fall. Das war keine Absicht, tut mir leid. Das sind zwei einzeln erhältliche Scribblenauts-Spiele für die Switch. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ich glaube, Unlimited und dieses DC-Pack sind es. Die gibt es halt um 10 Euro statt um 30 Euro. Wer es nicht kennt, da schreibt man sich so Objekte in Existenz. Das heißt, so ein lustiger, süßer, fast handgezeichneter Grafikstil. Und wenn du Sachen schreibst, eben dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das tatsächlich gibt, als Objekt sehr groß, weil es irgendwie zigtausende Elemente gibt, die du dann ins Spiel schreiben kannst und damit eben Rätsel löst. Ich habe eins von denen mal getestet, beziehungsweise weiß ich jetzt nicht, ob es zu dem Megapack gehört. Das war, glaube ich, Scribblenauts Unlimited. Wenn mich nicht genau, alles ja, täuscht. Das ist auch eins von denen aus dem Megapack. Ah, okay. Ja, das habe ich getestet, als es rauskam für die Switch. Ich hatte vorher mit Scribblenauts nie was zu tun, aber ich muss sagen, das war cool. Ich glaube, gerade so als Couch-Koop-Multiplayer-Ding ist das ganz nett, gell? Absolut, ja. Dann haben wir dabei Okami HD, 10 statt 20 Euro, wer es nicht kennt. Eine der besten, unter Anführungszeichen, Zelda-Klone aller Zeiten. Erschien 2006, glaube ich, im selben Jahr auf jeden Fall wie The Legend of Zelda Twilight Princess. Man spielt eben die Wolfsgöttin Amaterasu in einer vom japanischen und chinesischen Folklore inspirierten Welt, hauptsächlich japanischer, und hat einen ganz tollen Aquarell-Grafikstil, wunderschöne Dungeons, eine schöne, tolle Geschichte, die auch einen tollen Twist dann mittendrin hat, also unbedingt nachholen. War damals ein ziemlicher Flop, inzwischen aber gibt es für jede Plattform. Ich glaube, das hat sich also irgendwann dann doch gelohnt noch für Capcom. Bulletstorm, Duke of Switch Edition, um 7,50 Euro statt 30 Euro. Bulletstorm ist dieser sehr, sehr brutale, das heißt nicht für Kinder geeignete Ego-Shooter, der eben auf reine, brachiale Schnell-Action ausgelegt ist. Ich habe selbst nicht gespielt, aber unser lieber Kollege Sascha schwärmt immer davon, dass es eben einer der bestspielbarsten, dynamischsten, lustigsten Kopf-aus- und Kopf-ab-Shooter überhaupt ist. Gibt es eben auch für die Switch und Duke of Switch Edition, weil man da auch Duke Nukem tatsächlich, glaube ich, spielen kann oder auf jeden Fall kommt er vor. Dann Trine Enchanted Edition um 3,75 Euro statt 15 Euro. Der erste Teil von Trine, außerdem Trine 2 Complete Story um 4,25 Euro statt 17 Euro. Der zweite Teil von Trine und Trine 3 The Artifacts of Power um 5 statt 20 Euro. Der dritte Teil von Trine, wer denkt's? Wer hätte es gedacht? Die drei Trine-Spiele sind eben so 2D-Action-Hüppspiel-Rätselspiele. Vier gibt es gleich inzwischen, der vierte ist jetzt aber nicht im Angebot gewesen. Sind sehr beliebt bei den Leuten. Der dritte soll ein bisschen weniger gut sein, weil er ein bisschen Änderungen gemacht hat, aber soll trotzdem auch ein anständiges Spiel sein. Unbedingt mal anschauen. Also ich habe nicht viel davon gespielt, aber ich fand das, was ich gespielt habe, sehr nett. Olli Olli Switch Stance um 3 Euro um 3 statt 15 Euro. Olli Olli, das war, glaube ich, das erste Mal auf der Wii oder so, ich weiß nicht mehr genau. Aber es ist so ein 2D-Skateboard-Spiel, schaut nach nichts aus, also ultra simpel und so, ist aber ultra spaßig, ultra anspruchsvoll und echt ganz, ganz tolles Spiel. Ich habe irgendwann mal eins getestet vor Ewigkeiten. Unbedingt probieren, ganz, ganz toll. Außerdem noch zu guter Letzt Five Nights at Freddy's Help Wanted um 15,30 statt 30 Euro. Wer kennt es nicht, die Five Nights at Freddy's Serie, die ja vor allem bekannt geworden ist durch YouTuber, die gerne schreien irgendwie in die Kamera und zu tun, als hätten sie ganz viel Angst. Sind aber auch einfach prinzipiell ganz gut gemachte Horrorspiele, die halt sehr auf Jumpscares und auf Reaktion und Geschicklichkeit ausgelegt sind. Help Wanted ist, glaube ich, die Umsetzung des VR-Spiels, was ein bisschen eine andere Herangehensweise hat als die anderen Spiele. Und was diese Spiele besonders auszeichnet, das wissen Leute vielleicht, die The Game Theory auf YouTube schauen, dass die eine unglaublich komplexe Lore haben, wo du wahnsinnig viel reininterpretieren kannst, wo alles mit allem zusammenhängt. Wo man aber wirklich, wenn man nur ein Spiel spielt und sich dann nicht irgendwie beschäftigt, überhaupt keine Ahnung hat, was da alles drinsteckt an Geschichte und Background,
Was aber dann sehr faszinierend ist, ich tatsächlich habe jetzt das nicht groß gespielt, aber diese Lore verfolge ich trotzdem, weil ich das auch total faszinierend finde, wie viel Mühe da schon reinfließt. Ja, und auf jeden Fall gibt es das für die Switch: Five Nights at Freddy's, Help Wanted um 15 statt 30 Euro. Tadam, das war's. Sehr schön. Ja, momentan gibt es echt viel im Sale. Da ist, denke ich mal, für so gut wie jeden was dabei. Was vielleicht auch für so gut wie jeden was ist, ist Super Mario 3D World und Bowser's Fury. Und dazu haben wir einen Affiliate-Link in den Shownotes dieses Podcasts beziehungsweise in der Beschreibung, wenn ihr auf YouTube zuhört. Da könnt ihr das Spiel vorbestellen, kommt ja bekanntermaßen in einem knappen Monat raus. Ihr könnt aber auch über den Link irgendwas anderes kaufen und uns damit unterstützen, denn wir bekommen da eine kleine Provision von Amazon. Zum Beispiel, wie ihr vielleicht bemerkt habt, klinge ich besser, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil ich ein neues Mikrofon habe. Das ist von Amazon. Das könnt ihr dort kaufen. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, nächste Woche wird Lukas dann auch deutlich besser klingen, weil ihr genau das gleiche Mikrofon auch jetzt bis dahin bekommt. Also Daumen hoch, wenn ihr auf YouTube zuhört, für die beste Tonqualität, die der Podcast jemals hatte. genau, auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr den Link nutzt fleißig, wenn ihr eh irgendwelche Einkäufe zu erledigen habt, irgendwas braucht, irgendwas verschenken wollt. Wie auch immer, tatsächlich habe ich jetzt gerade gesehen, während Lukas die Sale Highlights vorgestellt hat, habe ich gesehen, dass meine FFP2-Masken per Briefkasten zugestellt wurden, die ich mir jetzt bestellen musste, weil sie in Bayern ab Montag Pflicht sind beim Einkaufen. Auch sowas könnt ihr bei Amazon zum Beispiel bestellen. Nutzt dazu gerne unseren Link. Wir sagen vielen, vielen Dank, wenn ihr das tut. Du hast nichts mehr zu ergänzen? Sehr schön. Danke. Ich hatte gedacht, vielleicht willst du noch irgendeinen dummen Spruch machen oder so. Das hätte ja sein können. Ich und einen dummen Spruch, das gab's noch nicht. Das, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja, ich nehme natürlich alles zurück. Das wäre völlig irrsinnige Idee. Völlig irrsinnige Ideen, die haben wir vielleicht auch jetzt bei unserer Jahresvorschau auf 2020. Wir haben es eingangs schon kurz erwähnt, dass wir heute sehr ausführlich, so ausführlich, wie wir was dazu zu sagen haben, darüber reden wollen, was uns im Jahr 2021 als Nintendo-Fan, als Switch-Spielerinnen und Spieler erwartet. Prognosen, Spekulationen, Wünsche und noch vieles mehr. Alles, was wir uns halt so, alles, was uns so in den Sinn gekommen ist. Wir haben das letzte Woche vorgeschlagen. Du hast es vorgeschlagen gehabt. Richtig, ich fand ja die Idee gut und einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch und haben das uns in den Kommentaren wissen lassen. Und da haben wir gedacht, jetzt ist gerade eh sonst nicht so viel los. Also gestern ist dieser Trailer zu Bowser's Fury online gegangen. Aber da jetzt irgendwie groß drüber zu reden, machen wir heute lieber mal eine Folge, wo wir über sowas reden. Ich sag mal so, wenn wir nachher zu Bowser's Fury kommen, werden wir wahrscheinlich auch kurz drüber reden. Insofern stimmt, haben wir es auch abgehandelt. Stimmt, richtig. An der Stelle kann man das ja mit ranpacken. Ich würde sagen, dann fange ich einfach mal an, denn der Januar 2021, der sieht bei mir sehr übersichtlich aus. Ich glaube, dass es Ende Januar die erste Partner Direct 2021 geben wird und dort wird angekündigt, dass Apex Legends Mitte März erscheint. Das kann gut sein. Allerdings glaube ich auch nicht, ich glaube nicht, dass viel im Januar passiert. Ich glaube ein bisschen mehr. Ich glaube auch, es wird eine Partner Direct geben oder einen Indie-Show, eins von beiden. Was traue ich mir nicht sagen. Es wird auch so ein paar Indie-Shadow-Drops geben, vielleicht sogar irgendwelche, die man schon kennt oder die größer sind. Es wird jetzt aber nicht die großen Ankündigungen geben, mit einer Ausnahme, weil ich glaube tatsächlich, nachdem wir irgendwie in der zweiten, nachdem wir in den nächsten Tagen vielleicht irgendetwas sehen könnten von einer Indie-World oder von einer Partner-Direct, glaube ich, dass gegen Ende Januar, also in zwei Wochen oder wann auch immer, dass wir da was von Pokémon zu sehen bekommen werden. Weil Pokémon, du weißt, die machen immer etwas, die machen es immer ganz anders als Nintendo. Die haben auch weiterhin so das Direct-Format ein bisschen hochgehalten, was Nintendo ja so unter Anführungszeichen ein bisschen abgesagt hat. Ich glaube, dass wir tatsächlich, weil wir auch das 25. Pokémon-Geburtstags, das 25. Pokémon-Geburtstag feiern, dass wir da etwas zu sehen bekommen werden, dass sie da die erste Pokémon Direct machen werden, wo sie vielleicht dann schon mal Pokémon Snap zeigen und auch vielleicht schon Release-Termin sagen werden. Ich rechne vielleicht, dass es vielleicht im März schon zu weit sein könnte damit, dass wir einen Ausblick bekommen, einen groben, vielleicht einen ersten Teaser auf die Pokémon-Spiele, die dann im November erscheinen, was dann vermutlich sein wird, entweder ein Remake im Stile von Schwert und Schild jetzt der nächsten Generation oder das nächste Let's Go-Spiel, was dann halt die zweite Generation wäre. Und sonst noch ein paar Handyspiele, was auch immer bei Pokémon Directs dabei ist, eben dieses Klassische. Also ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich der große erste Infobulk schon kommen könnte jetzt in den nächsten zwei Wochen, und zwar in Form von Pokémon. Das ist schön, dass du das sagst, weil inhaltlich oder was die Spiele angeht, habe ich das im Grunde auch alles in meiner Liste hier stehen. Ich habe es nur zeitlich anders verortet und ein bisschen anders aufgesplittet. Ich glaube nämlich, dass dass wir im April tatsächlich eine Pokémon Direct sehen werden, wo angekündigt wird, dass New Pokémon Snap schon im Juni so als Sommerspiel erscheint und Gameplay wird gezeigt. Ich weiß nicht warum, vielleicht kannst du mir zustimmen oder dem auch widersprechen, aber ich habe das Gefühl, das New Pokémon Snap ist ein Spiel, was eher im Sommer erscheinen würde.
Kann aber auch noch nicht so ganz verorten. Das ist eher so ein Gefühl. Außerdem wird in der Pokémon Direct Meisterdetektiv Pikachu für die Switch endlich mal konkret gezeigt, dass das Spiel in Entwicklung ist. Wissen wir schon ewig. Das kommt auch dieses Jahr noch raus im September. Und gleichzeitig wird man eventuell vielleicht schon mal ganz, ganz frühzeitig sozusagen anfangen, die Werbetrommel für den zweiten Film zu rühren. Der ist jetzt im Mai nämlich dann auch, beziehungsweise im April, ist ja ungefähr Mai, 2 Jahre alt. Und der neue ist schon eine ganze Weile in Arbeit. Also wer weiß, vielleicht gibt es da schon mal ersten Teaser gleichzeitig dazu passend. Außerdem Pokémon Unite, was ja schon länger angekündigt ist, erscheint als, naja, nicht Shadow Drop, weil es ja schon angekündigt ist, aber als Instant Release oder wie man das dann auch nennt, sofort nach dieser Pokémon Direct. Und der zweite Teil von Pokémon, der findet früher schon statt, nämlich im Februar, wo ich die erste Nintendo Direct Mini verortet habe. Was da sonst noch so angekündigt wird, dazu kommen wir gleich. Ich glaube aber auch, dass in dieser Mini Direct Pokémon Let's Go, die zweite Auflage von Pokémon Let's Go angekündigt wird. Das, was du gesagt hast, was bei dir eine der Optionen wäre, nämlich von der zweiten Generation dann, also von Gold und Silber, was dann später im Jahr erscheint. Und Pokémon Let's Go, diese Second Gen, wie das dann heißen wird, das weiß ich jetzt noch nicht, die wird natürlich in der Pokémon Direct im April auch nochmal aufgegriffen. Es wird Pokémon Let's Go, Charmander und was auch immer heißen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Achso, Glumander und, ja, wobei, die zweite Generation hat ja andere Starter. Das wäre dann Feuerriegel. Das darfst du mich nicht fragen. Der Witz ist, ich weiß gerade auch nur auswendig Feuerriegel, das Feuer-Pokémon aus der zweiten Generation. Wie, was, die anderen habe ich nur vor Augen, aber ich habe den Namen nicht mehr. Ja, okay. Aber egal. Willst du sagen, dass dieses Jahr, jetzt ist Pokémon nicht so dein Ding, deswegen, aber ich würde einfach auch gerne deine Einschätzung hören und die Leute sicherlich auch. Glaubst du, dass eher eine neue Pokémon-Generation kommt, also die dann insgesamt, habe ich es jetzt richtig im Kopf, 9., 8., naja, die halt auf Pokémon Schwert-Schild folgt, oder dass eben so eine weitere Let's-Go-Neuauflage kommt? Denn die letzte Let's-Go-Neuauflage, die ist jetzt dann dieses Jahr, Ende des Jahres, auch schon 3 Jahre her. Das ist halt ein bisschen schwer zu sagen, dadurch, dass Nintendo mit den DLCs eine ganz andere Strategie gefahren ist, als man das bisher kannte. Bisher kam ja dann meistens dann diese zusammenfassende neue dritte Version der Spiele. Genau. Dann gab es eben eine Neuauflage. Jetzt sind wir aber ein ganzes Jahr eben nur gewesen mit diesen DLCs, die so ein bisschen diesen Zusammenfassungscharakter haben, aber auch nicht wirklich. Meine Vermutung ist tatsächlich, dass sie bis zum nächsten Pokémon, weil das jetzt natürlich trotzdem durch die Switch auch anspruchsvoller zu entwickeln ist, auch wenn es nur die Pokémon Schwert und Schild Engine ist, ich glaube tatsächlich, dass sie das dann noch ein Jahr sich Zeit lassen. Ich glaube, wir werden eher Pokémon Let's Go sehen. Vor allem muss auch überlegen, klar, es ist nicht so gut gelaufen wie Schwert und Schild, aber das war trotzdem, glaube ich, inzwischen ein 10-Millionen-Seller oder ein fast 10-Millionen-Seller. Das heißt, das Ding kostet jetzt in der Produktion keine Unmengen. Es ist kein riesiges Team innerhalb von Game Freak, das daran gearbeitet hat. Und wirft trotzdem halt Unmengen an Geld ab. Du kannst dann wieder irgendwie Spezialsachen haben mit deinen Pokébällen, die du verkaufst. Und irgendwelche zusätzlichen Goodies, wahrscheinlich hast du jetzt irgendwas Neues, dann irgendwie so eine Art Tamagotchi wieder mal vielleicht oder so. Da wird es bestimmt wieder irgendwas geben, was sie beilegen, damit sie da noch ein bisschen Geld verdienen können. Also ich würde eher ausgehen von einer Pokémon Let's Go Variante, denn von einem klassischen Pokémon, weil ich glaube, das kommt dann erst nächstes Jahr. Ja, das wäre jetzt auch meine Einschätzung. Ich glaube nämlich auch, dass eher so eine Neuauflage kommt, wie du schon gesagt hast. Das erste Let's Go war auch sehr erfolgreich. Ich habe es jetzt auch nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, das war sogar über 10 Millionen auch schon. Kann mich jetzt auch täuschen. War das? Ich meine schon, dass beide zusammen auf jeden Fall. Ja, genau. Das wird ja sowieso immer zusammengerechnet. Das ist bei Pokémon ja immer der Fall. Genau, es ist relativ, also mutmaßlich, natürlich sind wir keine Entwickler und können es nicht wirklich wissen, aber mutmaßlich ist es nicht so intensiv, nicht so aufwendig, so ein Spiel zu entwickeln. Gleichzeitig verkauft sich's gut. Ganz persönlich muss ich sagen, hätte ich auch Lust drauf. Ich spiele jetzt momentan wieder Let's Go tatsächlich seit dem Wochenende, beziehungsweise schau zu. Und das macht mir eine große Freude. Und ich habe voll Lust, die zweite Generation auch mal in so einer modernen Variante zu erleben. Und ich muss auch sagen, wo bei Schwert und Schild die rückständige Technik echt ein Kritikpunkt auch für mich in meinem Test war, ist es bei Let's Go ein bisschen anders. Es ist jetzt auch kein Grafikfeuerwerk und nicht irgendwie auf einem Level mit so manchen Spielen, die auf der Switch absolut grandios aussehen, wo man sich immer wieder wundert, wie viel aus der Technik rausgeholt werden kann. Aber der Stil ist auch ein anderer. Und dadurch sieht Pokémon Let's Go, also das, was wir tatsächlich schon haben, echt gut aus und ist irgendwie echt schön anzuschauen. Mhm, auch wenn es irgendwie simpel trotzdem natürlich ist. Aber es ist halt auch eine gute Reminiszenz eben an das Original von Ende der 90er, was ja aus der Natur der Sache heraus noch viel simpler und einfache Grafik war. Deswegen Let's Go und dann die zweite Generation und die heißen dann eben Let's Go Glumander, ja nicht Glumander, Feuerriegel und keine Ahnung, es können ja auch die legendären sein. Let's Go Lugia und Let's Go
die Hunde-Pokémon halt. Oder es heißt Pokémon Los Banane. Ja, wahrscheinlich. Mit irgendeinem Bananen-Pokémon. Hast du es nicht erkannt, die Simpsons-Anspielungen? Nee, normalerweise erkenne ich Simpsons-Anspielungen so gut wie immer, aber jetzt gerade leider nicht. Los Grapefruit, los Orange, los Banane. War das eine mittelalte oder eine neuere Staffel? Weißt du das? Ich denke, so 5. bis 8. Staffel müsste schon sein. Dann wundere ich mich aber, weil die ersten 7, 8 Staffeln habe ich erst wieder durchgeschaut, als Disney Plus letztes Frühjahr an den Start ging. Keine Ahnung, warum das jetzt so durchgefallen ist. Das ist die Folge, als die Kinder mit dem Schulbus einen Unfall haben und dann auf der Insel eine neue Generation starten müssen. Die Folge habe ich total direkt vor Augen und im Kopf, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass die Szene dort vorkommt. Da sind sie im Bus und ich glaube, Milhouse und Nelson oder Bart und Milhouse oder wer auch immer machen ein Rennen mit Banane und Grapefruit, die eben nach vorne in den Bus rollen und sagen, los Orange, los Grapefruit. Und dann kommt eben Ralph und sagt, los Banane und legt seine Banane am Boden. Okay. Oh Mann, sehr schön. Wir haben genug, glaube ich, zu Pokémon Let's Go geredet. Und zu Simpsons kann man niemals zu viel reden. Ich wollte nur sagen, vielleicht etwas kürzer noch, New Pokémon Snap. Ich habe mir jetzt Juni aufgeschrieben, im Sommer. Was hältst du davon? Ich sehe deinen Gedanken. Es gibt immer so diese Juni-Juli-Spiele, die jetzt nicht AAA sind, aber trotzdem irgendwie diesen Slot füllen. Das war letztes Jahr Paper Mario Origami King. Pokémon schon auch ein bisschen, weil der erste DLC ist auch im Juni erschienen. Ja, aber das ist natürlich jetzt was anderes. War gleicher Zeitraum. Ich halte es nicht für unmöglich, aber ich glaube tatsächlich eher, dass es früher soweit sein wird. Ich glaube, dass sie da auch noch ein bisschen Abstand dann zum großen Pokémon im Herbst haben wollen oder im Winter haben wollen. Ich glaube, das Sommerspiel wird das andere sein, aber da kommen wir später dann noch hin. Okay, Meisterdetektiv Pikachu, was sagst du zu der Idee? Ich könnte mir eben vorstellen, jetzt in meiner Auflistung hier im April, vielleicht in deiner dann halt auch schon früher oder später, bei dieser Pokémon Direct. Da wird es endlich mal gezeigt und auch irgendwie mit einem groben Zeitraum zumindest angekündigt und gleich so ein bisschen Werbung auch für den nächsten Film gemacht. Der, würde ich jetzt mal vermuten, 2022, glaube ich, ist glaube ich sogar geplant, ne, 2022 in die Kinos kommt. Genau, und darum glaube ich auch nicht, dass wir Meisterdetektiv Pikachu sehen werden. Meisterdetektiv Pikachu werden wir 2022 sehen. Und dann wird es wahrscheinlich vorher noch so sein, das wird jetzt anscheinend doch eine Fortsetzung, sonst wird es auch nicht so lange dauern. Ich glaube, sie werden vorher den ersten Teil noch porten, relativ schnell, wo sie sagen, und in 2 Wochen kommt Teil 1 auf die Switch. Und im Juni erscheint dann Teil 2, im Kino kommt dann blablabla im November. Das sind jetzt aber schon Voraussagen für 2022. Aber ich glaube eher, dass das tatsächlich im kommenden Jahr erst soweit sein wird, dann mit Meisterdetektiv Pikachu. Okay, und dann halten wir ganz kurz noch ab, Pokémon Unite als Direkt-Release nach der Pokémon Direct. Ich würde sagen, das ist safe, oder? Also ja, ernsthaft, das denke ich auch. Ich halte es tatsächlich für ziemlich safe. Das halte ich auch für ziemlich safe. Also das ist so etwas, wo sie sagen, entweder so direkt danach oder 5 Stunden danach oder eine Woche danach, aber fast mehr oder weniger gleichzeitig, ja. Ja, vor allen Dingen ist das ja eh so ein, wenn ich es richtig im Kopf habe, Free-to-Play-Ding. Angekündigt ist es schon lange. Die hatten das so mal mit so japanischen YouTubern und Influencern im Livestream irgendwie gezeigt, die das zusammen online gezockt haben. Also das Ding, das würde dazu passen, dass es dann einfach erscheint, kostenlos ist und dann kann man gucken, ob das was taugt oder nicht. Jetzt war ich im April mit meiner Pokémon Direct. Du hast deine Pokémon Direct im Januar verortet. Habe ich das richtig gemacht? Ende Januar. Und ich möchte noch etwas vom Januar zurücknehmen. Und zwar, ich habe gesagt, ja, vielleicht eine Partner Direct, das ziehe ich zurück. Ich sage, wir haben jetzt eine Indie-Show demnächst. Partner Direct, und damit steige ich gleich, wenn Sie nicht stört, in den Februar ein. Ja. Partner Direct ist im Februar, weil ich glaube, im Februar wird bis auf das Ende des Monats Super Mario und Bowser's Fury erscheint, wird da aus Nintendo's Sicht... Anfang des Monats, 12. Februar. 12. Februar, Entschuldigung. Ich glaube, abseits von Mario, dass der erscheint, wird Nintendo-seitens da nicht viel passieren. Ich glaube, das wird Mario sein, da werden sie viel Werbung drum machen, da werden sie vielleicht nochmal einen neuen Trailer, wahrscheinlich nochmal einen neuen Trailer jetzt veröffentlichen nach dem letzten da und vielleicht noch ein Amiibo ankündigen oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich sonst, bevor es dann im März, da kommen wir dann dazu, ein bisschen mehr mit Nintendo losgeht, glaube ich, wird Februar so der Monat der Dritthersteller sein. Wir werden mehr zu Monster Hunter Rise erfahren nochmal. Wir werden wahrscheinlich Shin Megami Tensei 5 sehen. Wir werden Persona 5 Strikers auf jeden Fall sehen, weil das kommt, glaube ich, auch Ende Februar, 21. oder sowas. Und ich glaube, und das ist jetzt meine große Prediction für Februar, das ist nur so halb Dritthersteller, aber trotzdem, ich glaube, Februar ist tatsächlich der Monat, wo sie Bayonetta 3 endlich richtig enthüllen werden. Es wird noch nicht erscheinen. Ich glaube, wir werden noch kein genaues Release-Datum bekommen, außer 2021. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir im Februar, weil das eben so dann, wo Nintendo sagt, jetzt quasi machen wir die Spiele, die alle nicht Mario und Zelda sind, weil wir haben jetzt Mario hier in dem Monat als Release. Die Ankündigung nehmen wir uns auf. Ich glaube, hier werden die Third Parties gezeigt, hier werden wir auch No More Heroes 3 sehen. Und dann wird eben die große Enthüllung sein, irgendwie
wahrscheinlich im Rahmen einer Partner Direct vielleicht sogar, dass Bayonetta 3 dann 2021 erscheint. Wir sehen das erste Gameplay und wahrscheinlich auch noch irgendeine neue Figur, die dann irgendwie mysteriös im Hintergrund herumwabert. Das ist schön, dass wir immer wieder so Überschneidungspunkte haben oder zumindest sehr ähnliche Punkte, manche dann auch wieder gar nicht. Denn ich möchte kurz nur noch ergänzen, bevor ich darauf eingehe, dass natürlich Anfang Februar bekanntermaßen Super Nintendo World in Osaka, Japan eröffnet. Und Nintendo wird das sicherlich, nachdem sie jetzt auch schon international, obwohl das ein japanischer Freizeitpark ist, diese Super Nintendo World Direct hatten vor Weihnachten, werden sie diese Eröffnung auch weltweit feiern mit digitalen Aktionen in verschiedenen Spielen, so ähnlich wie wir es schon gesehen haben mit dem Mario-Jubiläum, was dann irgendwie auch in allen möglichen Turnieren und Aktionen in den ganzen Nintendo-Spielen gefeiert wurde. Ich glaube, sowas in die Richtung, vielleicht nicht in ganz so vielen Spielen, wird es da zu dem Anlass auch geben. Aber das nur am Rande, das ist eher nur so eine kleine Randnotiz, die mir noch aufgefallen ist. Am 12. Februar erscheint Super Mario 3D World Bowser's Fury, das hatten wir schon. Ich glaube allerdings, auch an eine Partner Direct im Februar 2021, allerdings dann schon die zweite, denn in meinem Fahrplan ist die erste Partner Direct ja schon 1. Januar, 1. Januar, Ende Januar, meine Güte. Ich glaube allerdings, und jetzt kommt der große Unterschied, zwei Dinge. Bayonetta habe ich nämlich auch, also Bayonetta 3 habe ich auch stehen, das habe ich allerdings im März stehen, Anfang März, und zwar als Trailer-Ankündigung mit dem Release-Datum September 2021 und einem anschließenden Livestream mit Platinum Games, mit den Entwicklern, Producern, wem auch immer, ähnlich so wie es bei Smash Bros. Mit Sakurai immer gemacht wird, wo dann auch direkt ein bisschen Gameplay gezeigt wird. Im Februar allerdings, da sehe ich dann schon eher gegen Ende des Monats die erste Nintendo Direct Mini. Und da wird eins schon angekündigt, was wir schon besprochen haben, nämlich dieses Pokémon Let's Go zweite Generation, was dann in der Pokémon Direct später im April auch natürlich nochmal gezeigt wird. Außerdem wird aber im Februar in dieser Mini Direct die Nintendo Switch Pro endlich gezeigt und angekündigt für den Release im März. Außerdem wird gesagt, dass Breath of the Wild 2 im November erscheint und es wird ein bisschen Gameplay gezeigt. Bisher haben wir ja nur einen Trailer gesehen. Und zu guter Letzt, also es werden noch ein paar andere Sachen sein, die jetzt nicht so wichtig sind. No More Heroes 3 allerdings, das wird da auch noch gezeigt. Das sollte ja eigentlich schon erscheinen, wurde dann auf 2021 verschoben. Und das ist für mich auch so ein Sommertitel. Und das wird erscheinen im Juli. Und das genaue Release-Datum, das wird auch später noch mal in einem weiteren Trailer oder sowas in die Richtung erstmal wird es noch spezifiziert ist das Wort. Ich sehe das nicht ganz so mit der Nintendo World, weil klar, das kommt im Februar und ja, sie haben das international beworben, aber sind wir jetzt mal ehrlich, eigentlich interessiert einen Nicht-Japaner das nicht so sehr. Jetzt, klar, man schaut sich's an, weil es gespannt ist, aber du hast ja nichts davon, weil du kannst nicht hinfahren wegen Corona. Es ist irgendwie nicht geplant, dass die anderen Parks jetzt in absehbarer Zeit aufmachen. Und außerdem musst du auch bedenken, jetzt kommt die verstärkte Corona-Situation. Das ist auch Japan nicht verschont, das ist zwar weniger als bei uns, aber auch dort ist mehr Corona wieder am Wüten, als es bisher in den letzten Monaten der Fall war. Und außerdem haben wir natürlich jetzt die neue Genmutation, die jetzt auch den Virus noch ansteckender macht. Ich würde mich nicht mal darauf verlassen, dass der Park tatsächlich im Februar geöffnet wird, dass das nicht nochmal verschoben wird. Und ich glaube, Nintendo ist da sehr vorsichtig auch und plant da nicht um große Sachen herum. Darum glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie ein ausschlaggebender Faktor ist. Ja, und ansonsten die Switch, Nintendo Direct Mini, das ist natürlich das Relevantere noch, sehe ich nicht im Februar. Ich sehe überhaupt keine Direct, ehrlich gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass wir zumindest in absehbarer Zeit auch keine Direct Mini sehen werden. Wir werden zwar eine Nintendo Show haben, da kommen wir dann noch dazu, aber das wird keine Direct Mini sein. Switch Pro wird angekündigt, aber noch nicht jetzt. Ich glaube nämlich, die Switch Pro wird erst im der Mitte des Jahres angekündigt, dann für Ende des Jahres oder für Herbst und Winter des Jahres, aber wie gesagt, da komme ich dann später noch dazu. Ich habe auch lange Zeit gedacht, dass vielleicht so im März schon sein könnte, dass sie dann sagen, ja, jetzt kommt das schnell, aber ich glaube, dass sie alleine schon wegen eben dem Virus, dass sie da ein bisschen mehr Vorlauf wollen, auch Planungsvorlauf, und dass sie das jetzt nicht, vor allem, weil du auch musst bedenken, die Produktionsstätten sind auch alle nicht in dem Ausmaß verfügbar, wie das jetzt sonst ist. Ich glaube, dass da mehr Zeit zwischen Ankündigung tatsächlich und Release der Switch Pro dann liegen wird. Ja, also ich stimme dir voll zu, dass das alles also ich glaube, die Switch Pro ist mit sehr großer Unsicherheit ganz generell behaftet, wenn sie denn überhaupt wirklich gibt. Mein Gedanke war, dass das Ding gerade schon produziert wird, dass das irgendwie auch schon, ja, vielleicht schon seit Jahresanfang ungefähr produziert wird, aber halt einfach noch nicht angekündigt ist, weil ich meine, die Produktion braucht natürlich immer Vorlauf, dass sie dann eben im Februar, Ende Februar diese Ankündigung machen und im März die Konsole dann erscheint. Und da war mein Gedanke, naja, das sind dann halt genau 4 Jahre nach dem Release der normalen Switch.
das muss jetzt nichts heißen, das war einfach nur so eine fixe Idee. Aber ja, auch das steht ja im März schon an, dass die Switch 4 Jahre alt wird, 2017 bis 2021. Aber gerade bei dem Switch Pro-Thema, wir kommen dann später nochmal drauf, wo du sie halt verortet hast, würde ich sagen. Was hattest du noch für Bayonetta 3? Das haben wir beide, wir haben es nur ein bisschen anders verpackt, gell? Genau, ich denke, es wird nur ein Trailer sein mit Gameplay und nur Release 2021, was vielleicht dann später noch verschoben wird, weil sie selber noch nicht wissen, wie genau sie damit fertig werden. Ich glaube, wir werden einfach das erste Mal Gameplay sehen. Es wird nicht viel sein, es wird so ein 2-Minuten-Trailer sein oder so etwas, ein bisschen wird es wie bei Mario. Aber ja, es wird schon gezeigt werden im Februar und nicht im März, das glaube ich. Okay, aber das ist erstaunlich, wie nah wir uns da doch sind, weil mal abgesehen davon, dass du halt März, dass du Februar sagst und nicht März, sagen wir beide das Gleiche. Ich habe nämlich auch mir eben aufgeschrieben, das wird ein Trailer sein, der wird kurz sein und es wird aber ein bisschen Gameplay gezeigt. Nur ich denke eben, dass sie sagen, dass sie den Monat schon mal sagen, dass sie sagen September 2021 und das genaue Release-Datum, das wird dann später noch irgendwann festgezurrt. Gut, dann gehen wir doch in den März. Was hast du da für mich, liebster Johannes? Also da habe ich, du hattest ihn, glaube ich, im Januar verordnet, den ersten Indie-Showcase reinplatziert. Und zwar dann auch gleich Anfang des Monats. Dann der Trailer für Bayonetta und so weiter, der ist bei mir eben im März, das hatten wir jetzt besprochen. Dann erscheint bei mir die Switch Pro Mitte März. Ob das so sein wird oder nicht, reden wir noch mal später drüber. An der Stelle vielleicht noch das, was ich mir aufgeschrieben habe, was die leisten wird. Das ist ein Thema, das haben wir wirklich schon oft im Podcast besprochen in der Vergangenheit, was wir erwarten, was bei der Konsole besser sein wird. Meine Vorstellung ist jetzt in dem Fall, habe ich hier nochmal hingeschrieben, dass sie mobil ein Full HD statt ein 27p Display haben wird. Das Display wird ein bisschen größer sein, bei der aber gleichen Gehäusegröße, weil der Rand einfach schrumpft, analog, wie wir das bei Smartphones in den letzten Jahren auch gesehen haben. Außerdem gibt es mehr Akkulaufzeit, der interne Speicher wächst. Auf wie viel, keine Ahnung, aber 32 GB ist natürlich auch angesichts der Preise für Flash-Speicher für die Hersteller irrsinnig. Also man kann eine Switch Pro nicht mehr mit 32 GB auf den Markt bringen, deswegen vielleicht 256, das wäre immer noch relativ wenig, aber das würde dazu passen, weil auch 32 waren sehr wenig, als die Switch rausgekommen ist. Im TV-Modus, da wird es so sein, dass man ganz viele Spiele jetzt mit stabilen 1080p spielen kann. Zum Beispiel Breath of the Wild ist ja sowas, was mit 900p läuft und auch mal runtergeht in der Auflösung, wenn es sein muss. Sowas zum Beispiel wird mit 1080p laufen, sodass man generell sagen kann, viele Spiele werden mit der Switch Pro vor allen Dingen im TV-Modus, aber auch im mobilen Modus mit dem besseren Display eine höhere Auflösung haben. Eventuell bei Spielen, die auf der normalen Switch schon am TV mit 1080p in 30 FPS sehr gut laufen, die werden vielleicht, wenn die Entwickler da ein Update rausbringen, auf der Pro mit 60 FPS laufen, aber das wird wahrscheinlich eher die Ausnahme bleiben. Ansonsten bleibt aber vieles beim Alten und ich glaube, oder ich bin sehr davon überzeugt, ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass es natürlich keine exklusiven Switch Pro Spiele geben wird. Man hat es mit dem New 3DS schon mal gesehen, da hatten sie die Möglichkeit ja gehabt, dass es Spiele gibt, die nur auf den verbesserten 3DS laufen und wie oft wurde das genutzt? 2-3 Mal, also es gab fast keine Spiele. Und größte war Xenoblade, ja. Und das genau. War ein Remake, das war ein ja, genau. Import. Deswegen glaube ich, dass sie das bei der Switch Pro von vornherein nicht machen werden, weil es einfach auch irrsinnig wäre, diese bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 75 bis 80 Millionen normalen Switch-Konsolen irgendwie auszusperren von auch nur einem einzigen Spiel. Deswegen die Spiele, die werden auf der Pro und auf der normalen gleichermaßen laufen. Was im März außerdem noch kommen wird, ist der erste Smash-Livestream mit der Ankündigung des 9. DLC-Fighters. Und das wird, und das ist jetzt sind wir absolut bei dem Label Wunschvorstellung, das wird endlich der von mir vielfach gewünschte Fortnite-Charakter sein. Und der wird dann Anfang April auch schon erscheinen, also nur so 2 Wochen später oder so. Das hatten wir jetzt ja meistens so zwischen Ankündigung von DLC-Fighter und Release, war immer nur relativ kurze Zeit oder fast immer. Und das ist natürlich sicher, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Am 26. März erscheint dann noch Monster Hunter Rise. Der wird sicherlich auch noch mal ein bisschen die Werbetrommel gerührt, weil das Spiel ja auch zumindest erstmal exklusiv für die Switch erscheint. Gut, dann kommen wir erstmal zur Switch Pro. Die kommt bei mir später, ich sage trotzdem was dazu. Ja. Technisch stimme ich dir zu. Was sie können wird, das haben wir schon geredet, da sind wir relativ auf einer Linie, was wir denken, was sie können wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie beim Dock vielleicht noch was machen. Also erstmal, dass du vielleicht tatsächlich die Möglichkeit hast, ein neues Dock zu erstehen, wo zum Beispiel die Switch so halb liegend drin ist, weil es ist auch einfach immer blöd unterzubringen im Regal, dass sie da mehr Varianten bringen, dass sie verschiedene Docks haben, dass sie vielleicht tatsächlich so auch sogar für reine mobile Spiele so eine Art Induktionsmatte machen, wo du deine Switch aufladen kannst. Ich glaube, dass sie einfach das ganze Switch-Erlebnis, wenn es denn mal gerade nicht gespielt wird, ein bisschen angenehmer machen wollen, dass sie dir da mehr Optionen bieten wollen, dass sie natürlich gleichzeitig damit auch dem Umstand entgegenwirken, dass der Switch-Bildschirm bei vielen Leuten zerkratzt wird, wenn die Switch ins Dock reingesteckt wird. Ich glaube, hier werden sie ein bisschen daran arbeiten, einfach nur damit auch handwerklich ein bisschen mehr Qualität ist, weil so sehr ich die Switch liebe, aber
was die Verbauung angeht, die Verbauungsqualität angeht, ist es jetzt nicht die beste Nintendo-Konsole der Zeiten, nicht wahr? Genau, an der Stelle vielleicht als Ergänzung. Und das große Main-Feature der Switch Pro wird natürlich sein, dass die Joy-Cons endlich vernünftig funktionieren, nicht mehr driften, die Schienen nicht ausleiern, und die Verbindung nicht mehr abbricht, nur weil ein schmales Handgelenk zwischen TV und Joy-Con ist. Und jetzt kommt natürlich noch der obligatorische schlechte Witz. Nachdem damals beim New Nintendo 3DS XL oder 3DS, beim New 3DS ein zweiter Analogstick dabei war, ist jetzt natürlich klar, dass es einen dritten Analogstick geben wird, den man mit der Nase bedient. Also das ist ja wohl fix. Das Witzige ist, ich habe letztens ein Video auf YouTube geschaut. Es gibt solche Custom, also es gibt ja solche Controller, die auswechselbare Module haben, wo man sich Sachen auch an verschiedenen Stellen platzieren kann. Und da hatte ich letztens ein Video gesehen von einem, der halt auch, man kann sich dann Erweiterungen in Anführungszeichen kaufen, zum Beispiel nochmal den einzelnen Analogstick. Und da das eben so Slots sind, hat sich da jemand einen Controller mit drei Analogsticks auch gebastelt. Also sowas gibt's quasi schon. Und das wird natürlich das große Vorbild, für deinen neuen Switch. Das ist dann der Ja, neue ja. Switch Pro Controller, oder? Mit drei Nein, nein, Analogsticks. das ist einfach nur die Switch. Das ist die Switch Achso, Plus, aber Switch Pro, es was auch wird dann immer. einen Pro-Pro-Controller geben, der auch drei Analogs so mindestens hat, oder? Auf jeden Fall, also drei, und du kannst eben auch, wenn du willst, ein bisschen mehr drauflegen als so mal vier, weil ganz ehrlich, Finde ich gut. ich hab 10 Finger, was mache ich mit 2 Analogsticks? Richtig, das finde ich gut. Dann kann man nämlich die X- und Y-Achsen endlich einzeln steuern. Richtig. Aber jetzt mal wieder zu ernsthaften Sachen zu kommen. Du hast vollkommen recht, im März wird auch der nächste Smash-Kampf enthüllt, da bin ich vollkommen bei dir. Allerdings, wen hast du jetzt gesagt? Du hast gesagt Fortnite. Nein, Fortnite ist es Richtig. nicht. Leider, diesen Plan, diesen Wunsch muss ich dir leider unerfüllt lassen. Ja. Es wird sein, nachdem wir jetzt wissen, dass Nintendo auch nicht davor zurückschreckt, zwei Figuren aus einer Serie oder aus einem Spiel einzuführen, mit Oder Sephiroth noch und mehr Cloud als jetzt. zwei. Ja, ich meinte jetzt auch bei den DLCs von den Ach Drittherstellern, so. von Nintendo selbst, klar. Wird Sonic wieder bedient. Erinnere dich, Sonic war der erste Nicht-Nintendo-Held, der jemals in Super Smash Bros. Aufgetreten ist, damals im Brawl. Wird Zeit, dass er eben zweites kommt. Und zwar, auch wenn er tatsächlich im Hintergrund der Stage schon rumrennt, aber da werden sie irgendeine Möglichkeit finden, entweder ist ihnen egal oder sie passen das an, wird Tails als Kämpfer ins Smash Bros. Universum eingeführt. Weil ich meine, es gibt keinen bekannteren Sidekick diesseits von Luigi als Tails. Darum bin ich mir eigentlich fast sicher, dass, wenn es bei Sonic jemand was dazukommt, und ich glaube, es wird Sonic sein, dann wird Tails hier seinen großen Auftritt haben. Okay, ja, von mir aus. Ich hätte dann doch lieber den Fortnite-Charakter. Übrigens, anstatt mit dem vierten Jubiläum der Switch, das vierte Jubiläum der Switch mit der Switch Pro zu feiern, machen sie das anders. Die Switch Pro kommt immer später, was stattdessen bekommen wir zum vierten Geburtstag, weil warum auch immer, wird Nintendo den vierten Geburtstag so ein bisschen als Highlight feiern. Ich glaube, das werden, ich weiß nicht warum, aber das ist auch irgendwie so das, was im Kopf der Leute ist. Wird es einen großen Trailer geben, wo es so einen Überblick gibt zu den großen Switch-Highlights der letzten Jahre, und dann wird eben die große Enthüllung kommen, und zwar wird dann im März, früher als alle sich erwartet haben oder später, je nachdem, wie man es jetzt sieht, wird Breath of the Wild 2 endlich enthüllt. Allerdings ist auch hier tatsächlich, also wir bekommen ein Gameplay, wir wissen jetzt endlich, was es mit der Spielwelt auf sich hat, wir bekommen einen Einblick in die Story. Das wird relativ umfangreich, vielleicht sogar mit so einem angehängten Mini quasi Direct mit den Details. Wir erfahren auch den Titel des Spiels, das heißt nämlich Breath of the Wild 2, ganz wenig, ganz kreativ. Wow. Und genau, und dann werden wir auch hier wie bei Bayonetta kein Release-Datum kriegen. Es wird nur heißen 2021, das heißt, wir wissen, es kommt auch 2021. Warum ist das alles so? Sowohl bei Bayonetta als auch Breath of the Wild bekommen wir das Release-Datum nicht, weil nämlich erst später dann, und da komme ich später, wie gesagt, nochmal dahin dazu, die Switch Pro enthüllt wird, und weil natürlich diese beiden Spiele von der Pro profitieren werden, teilweise massiv, aber es noch nicht enthüllt werden soll, wird das alles noch so ein bisschen im Dunkeln gelassen, wie das jetzt genau ablaufen soll. Das heißt, wir haben die großen Ankündigungen für dieses Jahr, die Switch Pro unterstützen werden, aber wir wissen jetzt noch nichts dazu. Wir haben jetzt noch nicht die genauen Details. Wir merken, die Spiele schauen Bombe aus. Warum schauen sie Bombe aus? Weil sie tatsächlich schon auf Switch Pro ausgelegt sind, der Darstellung, wie wir sie jetzt sehen. Ja. Außerdem wird in diesem Zusammenhang auch, und das ist dann die große zweite Neuerung, angekündigt, dass das große Zelda-Jahr begonnen hat. Zelda wird 35 Jahre alt, und in dem Rahmen, wie auch Mario gefeiert wurde letztes Jahr, wird das in diesem Jahr bei Zelda stattfinden. Das heißt, wir bekommen auch dann Ankündigungen. Ich weiß nicht, ob es schon im März ist. Ich glaube nicht zu, aber wir werden Ankündigungen bekommen zu Remakes von Legend of Zelda Oracle of Ages und Seasons, die dann vermutlich im September erscheinen werden.
wir werden Zelda 35 kriegen, weil natürlich bekommen wir Zelda 35, wo man sich durch Dungeon schlagen muss und überlegen muss und wo dazwischen mal Bosse sind. Was dann übrigens gleich im, das kann ich gleich noch sagen, wir sind jetzt schon im März, ne? Ja. Nämlich am 31. März direkt, und das ist auch der Grund, warum Super Mario 35 verschwindet, was direkt Super Mario 35 ersetzen wird, Zelda 35. Wir bekommen sonst über Zelda-Sachen, wir bekommen Zelda-Highlights, wir bekommen außerdem, und das jetzt auch sein, den ersten Eindruck eines Zelda-Projekts, was entweder im Kino oder als TV-Serie laufen wird. Und ich glaube, da wird es nicht viel geben, da wird es eine Ankündigung geben, vielleicht eine Pressemitteilung oder einfach eine kurze Erwähnung in diesem Video, wo Zelda das 35. Jubiläum gefeiert wird, da wird das vorgestellt. Außerdem, und das ist das letzte große Zelda-Projekt, was noch gezeigt wird, wird The Legend of Zelda Skyward Sword für die Switch angekündigt und es wird genauso umgesetzt werden. Also wir bekommen nicht jetzt eine Collection wie bei Super Mario. Wir bekommen jetzt auch zumindest erstmal vorläufig keine Umsetzungen von Wind Waker HD und Twilight Princess HD. Wir bekommen Skyward Sword HD und das wird aber ähnlich laufen wie bei Mario 3D All-Stars. Das heißt, es wird einfach die Grafik ein bisschen hochgeschraubt und die Bewegungssteuerung wird auf die Joy-Cons ausgelegt. Und das Ding erscheint dann tatsächlich schon im April. Okay, also das zum Zelda-Überleben, was passiert, das habe ich auch in meiner Liste stehen. Du hast es jetzt Ende März angesiedelt. Ich habe es Anfang Mai platziert. Ich sag, da wird es eine Zelda-Direct, eine Jubiläums-Direct geben, ähnlich wie es im September 2020 die Mario-Direct zum 35. Jubiläum gegeben hat. Da wird, und da stimme ich dir absolut zu, Legend of Zelda 35 angekündigt. Und es wird natürlich ein für Online-Abonnenten exklusives Battle Royale sein, und zwar genauso, wie du es beschrieben hast. Außerdem wird eine Collection angekündigt, da unterscheiden wir uns dann jetzt wieder, die 3D-Zeldas enthält, nämlich Ocarina of Time, Majora's Mask und Twilight Princess. Die erscheint auch schon im Juni, analog dazu, dass zwischen der Ankündigung von Mario 3D All-Stars und dem Release auch nur eine kurze Zeit gelegen war, ich glaube auch nur ein paar Wochen. Mein Fahrplan sieht ja vor, dass Breath of the Wild in der Mini-Direct im Februar für den September 2021 angekündigt und Gameplay gezeigt wird. Bei der Zelda Direct Anfang Mai wird das Spiel dann noch mal ein bisschen genauer gezeigt und da wird dann auch schon das genaue Release-Datum bekannt gegeben, wann im September das Spiel erscheinen soll. Außerdem gibt es ansonsten natürlich noch viele Goodies und sonstige Aktionen, ähnlich wie es bei Mario halt auch war. Es gibt irgendwie Merchandise, es gibt Aktionen in anderen Spielen mit irgendwelchen Events und Ingame-Gegenständen und solchen Dingen. Eventuell wird auch noch sowas angekündigt, was du jetzt auch gezeigt hast. Also so ein Remake von alten Zelda-Spielen oder sowas in die Richtung. Und das wird eben Anfang Mai passieren. Gut. Ich würde sagen, fast alles richtig, was du gesagt hast, aber es ist halt im März. Ja, okay, na gut, da müssen wir mal schauen. Vielleicht treffen wir uns dann in der Mitte im April, vielleicht aber auch nicht. Was ich im April stehen habe, schnell abgehandelt, weil ich es nämlich großteils schon gesagt habe. Anfang April erscheint der neue Smash DLC. Die Pokémon Direct, die habe ich auch schon dargelegt, die findet in meinen Augen im April statt. Und außerdem wird es dann auch schon die dritte Partner Direct des Jahres geben, denn letztes Jahr, als sie damit angefangen haben, was ja irgendwann im Spätsommer war, ich glaube August war die erste Partner Direct, dann haben sie das Ding ja wirklich fast monatlich durchgezogen. Und ich glaube, das wird 2021 so weitergemacht. Wir haben ja schon mal drüber geredet, dass Nintendo jetzt irgendwie die klassischen großen Directs aufgesplittet hat in Indie-Shows, in Partner-Directs und in Mini-Directs. Und deswegen glaube ich, wenn sie damit fortfahren, dass sie ziemlich viele Partner-Directs dieses Jahr zeigen werden. Deswegen, die erste hatte ich, glaube ich, verortet im Ende Januar, die zweite dann schon im Februar und im April wird die dritte Partner-Direct sein. Und ansonsten habe ich jetzt für April nichts mehr stehen. Der wird ansonsten also außer dieser Pokémon-Direct, der Partner-Direct und dem Smash-DLC nicht so viel passieren. Da sind wir sehr eng beieinander. Ich sehe auch eine Partner-Direct tatsächlich. Aber das wird jetzt auch tatsächlich einer von diesen Partner-Direct sein, wo man sagt, ja gut, ist auch passiert. Wir werden vielleicht FIFA Legacy Edition 2021. Da kannst du aber von ausgehen. Es wird nichts Großes sein, es wird keine Nintendo-Ankündigungen geben, es wird eigentlich nichts geben. Also April wird zu diesem Monat, wo man sich denkt, okay, da passiert überhaupt nichts. Also da bin ich eigentlich im Grunde genau bei dir. Okay, dann Mai, auch der ist jetzt schnell abgehandelt, weil meine Zelda Jubiläums-Direct, die findet ja Anfang Mai statt. Und ansonsten habe ich im Mai auch nur noch den zweiten Indie-Showcase des Jahres stehen, ohne jetzt irgendwelche konkreten Titel. Aber der wird wahrscheinlich wieder mal ein Indie-Showcase dann stattfinden. Richtig, und es wird wieder mal so sein, dass hier Nintendo unglaublich viele Exklusivspiele oder zumindest zeitexklusive Spiele hat. Es wird dann auch wieder eine große Enthüllung am Ende geben, sei es jetzt, was auch immer, das Spiel, was halt dann gerade sehr populär sein wird, dass das konsolenexklusiv als erst zuerst für die Switch erscheint, wie es jetzt bei Among Us ist.
Ansonsten ist es hier ähnlich, wie du richtig sagst, wie im April. Es wird nicht was Großes kommen, es wird ja nichts Großes erscheinen. Es wird wahrscheinlich irgendwie der eine oder andere kleine DLC kommen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass vielleicht Pokémon, die Pokémon Company, hier die zweite Pokémon Direct macht. Dass hier vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten angekündigt werden, dass Release-Daten spezifiziert werden, dass das große November-Spiel, also Pokémon Let's Go Schlabidub, dass das hier dann noch genau vorgestellt wird. Und dass vielleicht was mit Pokémon Go, das noch ein neues Event ist, wo sie dann sagen, so quasi, wir nähern uns dem Ende von Corona und jetzt kommen die großen Events langsam zurück. Freue ich darauf, was in den nächsten Monaten passieren wird, wenn die Welt wieder normal wird. Aber mehr wird im Mai nicht passieren. Genau, wo dann ein bisschen mehr passiert, ist dafür im Juni. Einerseits wird New Pokémon Snap erscheinen, das habe ich schon gesagt. Angekündigt wird es ja in der Pokémon Direct im April. Außerdem wird wie im Mai bei der Zelda Direct angekündigt, diese Zelda Collection erscheinen. Es wird eine weitere Partner Direct geben. Und dann wird es so sein, dass die E3 nach langem Hin und Her wieder nicht stattfindet, weil es einfach noch zu früh ist. Eingedenk dessen auch, dass jetzt dann bis dahin ja eine neue Präsidentschaft begonnen hat, die die ganze Pandemie wesentlich ernster nimmt als die vorherige und da auch viel mehr Maßnahmen ergreift und ergreifen will. Das heißt, es wird eine ganz knappe Kiste. Es wird Juni einfach ein bisschen zu früh sein. Nicht für Veranstaltungen so langsam generell wieder, aber für Veranstaltungen der Größe und der Internationalität wird einfach es noch zu früh im Jahr sein. Deswegen wird sie wieder nicht stattfinden. Es wird ein bisschen ein Hin und Her vorher geben, ob sie denn ja durchgeführt werden soll oder nicht. Letztendlich wird es nicht passieren. Nintendo wird auch schon wie 2020, deswegen jetzt keine an dem klassischen E3-Tag ersatzmäßig stattfindende Direct oder so veröffentlichen. Aber ein bisschen später, nämlich Ende Juni, wird es dann die zweite Mini-Direct des Jahres geben. Die erste gab es bei mir ja, oder wird es bei mir ja im Februar geben. Hier wird dann Super Mario Party 2 angekündigt, was im Oktober erscheinen soll. Ein genaues Release-Datum wird es später dann per Trailer, Livestream, Treehouse oder sowas in die Richtung geben. Außerdem wird angekündigt, dass ein Nachfolger zu Super Mario Odyssey in Entwicklung ist und wahrscheinlich 2022 erscheinen soll. Das heißt, das werden wir nicht mehr dieses Jahr sehen, aber es wird zumindest gesagt, hey, da ist was in Entwicklung, vielleicht gibt es einen ganz kurzen Trailer. Und außerdem wird ein ganz neues Kirby-Spiel angekündigt, quasi der Nachfolger. Es gab ja in der Zwischenzeit sowas wie Kirby, ja, diese digital-only Minispiele. Das wird ein richtiges neues Kirby jetzt als Nachfolger von, wie hieß das letzte wieder? Star Allies. Star, ne? Allies, ja. Genau, und das wird im August erscheinen. Das ist ja so ein Monat, wo so ein bisschen Sommerpause immer ist, wo nicht viel passiert. Und da passt eigentlich ein Kirby-Spiel ganz gut rein, damit wenigstens ein bisschen was Neues am Start ist. Alles ist relativ nah dran an dem, was ich sage. Ich denke tatsächlich, dass wir keinen Nintendo Direct haben werden im Juni. Wir werden stattdessen, das glaube ich sogar Ende Mai noch, wird es diese Ankündigung von Super Mario Party 2 per Trailer geben. Das wird noch im Ende des Jahres oder das vielleicht sogar noch im Juli erscheinen oder Juni. Gleichzeitig wird ein zweites Mario Sportspiel angekündigt, also Mario Golf oder vielleicht mal wieder Mario Fußball. Das wird auch um einen ähnlichen Zeitpunkt rum erscheinen. Das sind so die Spiele, mit denen Nintendo sich durch den Sommer schlägt, weil sie diese ganz, ganz großen Spiele da nicht haben. Das erste große, was sie dann haben, größere, angekündigt zumindest, ist im September dann The Legend of Zelda, Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Allerdings, und wenn ich dann gleich in den Juli gehen darf, ja, ist es nämlich so, dass tatsächlich es nicht diese Mini-Direct im Juni gibt. Stattdessen, und das ist dann das, wo Nintendo quasi alle Spieleherzen zum Höherschlagen kriegt, bringt Anfang Juli, kündigt Nintendo an, ein paar Tage vorher, dass es eine Nintendo Direct geben wird. Und zwar nicht irgendwie eine Direct Mini oder eine Partner Direct oder ein Indie Showcase. Nein, Nintendo sagt, wir werden am Hausnummer 13. Juli eine Nintendo Direct machen. Und dann natürlich entsprechend die Erwartungen groß. Warum macht Nintendo das? Weil man so ein bisschen dieses E3-Gefühl zurückholen möchte. Weil man jetzt anstatt wie früher die Leute mit Direct durchs Jahr zu tragen, dass man ihnen einmal so ein Highlight im Jahr bieten möchte. Und das passiert im Juli, nicht in Form einer Mini-Direct, sondern einen richtigen Direct. Und was passiert auf der Direct? Genau das, was wir vorhin schon besprochen haben, die Nintendo Switch Pro wird angekündigt. Sie kann genau das, was du gesagt hast. Sie hat ein verbessertes Dock, sie hat technische Verbesserungen. Und es sind eben zwei Spiele, die hier groß im Mittelpunkt stehen. Und zwar erstmal Bayonetta 3 und The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Wann erscheint Bayonetta 3? Bayonetta 3 erscheint im Oktober, das erfahren wir jetzt. Und wir erfahren, dass The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 im November erscheinen wird. Damit haben wir auch das Weihnachtsgeschäft oder das Herbst- und Weihnachtsgeschäft für Nintendo abgesteckt. Es wird sonst noch ein paar kleine Ankündigungen geben. Ich habe jetzt Kirby tatsächlich bei meinen Sachen gar nicht dabei gehabt. Es kann gut sein, dass da was kommt, aber das würde ich dann rechnen, dass es erst 2022 erscheint und dass wir noch keinen genauen Release-Termin haben.
Das wird sein, sonst wird es natürlich ein paar kleinere Sachen geben, viel Third Party. Und dann wird es als große Endankündigung etwas geben und das ist genau das, was du gesagt hast. Und zwar Super Mario Odyssey 2 wird im Juli enthüllt, dass es existiert. Man sieht ein bisschen das erste Material. Allerdings wird es nicht mehr erscheinen in diesem Jahr, sondern es kommt erst im März 2022. Ich finde es schön, dass wir uns bei manchen Punkten einfach so unglaublich einig sind. Ja. Weil Super Mario Odyssey, der Nachfolger, ja, definitiv. Er wird auf jeden Fall angekündigt diesen Sommer und er wird auf jeden Fall erst im neuen Jahr erscheinen. Gut, wenn wir gerade schon beim Juli sind, dürfen wir nicht vergessen, da erscheint natürlich No More Heroes 3, was ja bei der Mini-Direct im Februar schon angekündigt wird. Das hast du jetzt ganz vergessen, aber ich sei dir, verziehen. Im Juli wird es außerdem auch den nächsten Smash Bros. DLC die nächste Ankündigung geben für den 10. DLC Fighter, denn man darf ja nicht vergessen, es stehen dieses Jahr noch 3 DLCs aus und laut Website sollen die alle noch in diesem Kalenderjahr erscheinen. Deswegen ist jetzt im Juli der 2. dran. Ich habe mir jetzt hier mal aufgeschrieben, passend zum Release von No More Heroes 3, dass es Travis Touchdown sein wird. Eingedenk dessen, dass es schon ein Mii-Kostüm von ihm gibt. Aber hier macht Nintendo eben mal was, was es bisher noch nicht gemacht hat. Sie machen das trotzdem auch noch mal als Figur, diesen Charakter. Einfach, weil es so gut dazu passt, dass No More Heroes 3 erscheint. Und die erscheinen dann nicht am gleichen Tag, aber zumindest auch in der gleichen Woche im Juli. Eine Direct, die gibt's bei mir im Juli auch, allerdings nicht in der Art, wie du's jetzt vorgestellt hast, sondern wir haben ja noch ein weiteres Jubiläum einer altbekannten und beliebten Nintendo-Serie, nämlich Metroid. Und deswegen wird's da eine Metroid Direct geben, die wird insgesamt, so wie das ganze Jubiläum, so wie eben auch die Serie, ein bisschen kleiner sozusagen ist als jetzt ein Mario oder ein Zelda, nicht so krass ausfallen, aber allerdings wird die schon lange, lange vermutete und gewünschte Metroid Prime Trilogy endlich erscheinen und zwar auch noch im August 2021, die ist sozusagen schon lange fertig, die wird von den gleichen Leuten geportet, die die Mario 3D Collection gemacht haben, die haben da schon längst abgeschlossen mit dem Projekt und das wartet quasi nur auf den Release, deswegen kann es dann auch im Monat drauf gleich erscheinen. Metroid Prime 4, das wird erstmals mit ganz, ganz wenig Gameplay gezeigt, wird aber nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, sondern auch erst 2022. Mehr wird man dazu noch nicht sagen, wann im Jahr, wobei die Vermutung dann schon nahe liegt, dass es wahrscheinlich ein Weihnachtstitel wird und erst Ende 2022 erscheinen wird. Genau, aber ein kleines bisschen Gameplay wird immerhin schon mal gezeigt. Was dafür im Oktober aber schon kommt, und das wird noch so ein bisschen eine Überraschung, weil Metroid Prime 4 schon lange angekündigt und die Trilogie wird zumindest schon lange vermutet und ist ja einfach auch nur eine Sammlung von eigentlich alten Spielen. Es wird dann ganz am Ende als One Last Thing noch für den Oktober ein brandneues 2D-Metroid angekündigt, das wirklich neu ist, aber stark an Super Metroid vom Super Nintendo angelehnt ist. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, wenn sie ein 2D-Metroid machen, werden sie Samus Returns umsetzen, oder? Das wäre meine Vermutung. Aber ich glaube tatsächlich, und das ist meine Vermutung, zu Metroid Prime 4 komme ich später dann. Ich glaube, sie werden Metroid 35, also Metroid 35. Geburtstag, nicht sonderlich feiern. Sie werden es irgendwo erwähnen. Sie werden vielleicht irgendwie ein, keine Ahnung, ein Retro-Bundle im eShop machen, wo dann irgendwie das beworben wird nochmal. Aber ich glaube tatsächlich, dass Metroids 35. Geburtstag relativ unter den Teppich gekehrt wird. Eins habe ich noch vergessen zu sagen, natürlich, die Switch Pro erscheint im September, das wollte ich noch dazu gesagt haben. Aber ich fürchte, mit deinen Metroid-Vorstellungen bist du zu optimistisch. Aber was mit Metroid Prime 4 geschieht, das halte ich jetzt noch zurück, das sage ich dann später. Ja, also jetzt bei dem Aspekt ist der Wunschfaktor auf jeden Fall auch wesentlich größer als bei den anderen Sachen. Aber ich meine, unsere heutige Jahresvorschau läuft ja auch unter dem unter der Überschrift Spekulationen, Prognosen, nein, das Wünsche. Alles, das sind alles Sachen, wo wir wissen, dass es passiert. Achso, naja, dann vergiss den Kram bitte mit Metroid. Das ist so, wie Lukas sagt, es wird eine minimale Erwähnung geben und eine Pressemitteilung und 3 Tweets und das war's dann auch schon, leider. Naja, im August, da ist es dann so, dass die Gamescom auch abermals nur digital stattfindet, denn zwar im August wird es schon wieder Veranstaltungen geben, aber einfach nicht in dieser Größenordnung von 300.000, 400.000 Leuten, die auf einem engen Messegelände sich eng aneinander kuscheln. Das wird einfach zu früh auch im Jahr noch sein. Deswegen auch da wieder digital, wie im vergangenen Jahr. Allerdings macht das für Nintendo gar nicht so einen großen Unterschied, weil die Gamescom jetzt eh nicht sonderlich bedenken mit irgendwelchen großen Ankündigungen oder ähnlichen Dingen. Das heißt, Nintendo wird auch da jetzt anlässlich der digitalen Gamescom nichts irgendwie aus dem Hut zaubern oder so. Was aber im August passiert, 2 Sachen, die eben früher im Jahr angekündigt wurden. Die Metroid Prime Trilogy wird erscheinen. Jetzt mal eingedenkt, also mal in der Annahme, dass das so stimmen würde mit dem Metroid-Jubiläum und dass es da eine Direct geben wird. Und außerdem erscheint auch das bereits angekündigte neue Kirby-Spiel für die Switch. Das sind so die beiden, ja, eben nicht AAA-Bereich, also Metroid Prime schon, aber es ist halt eine Collection von alten Spielen. Und dann eben das Kirby-Spiel, was eben
ja, ein bisschen ein kleineres Spiel ist. Und das sind so die zwei Spiele, die über den Sommer jetzt, ja, ein bisschen die Nintendo-Fans bei Laune halten sollen. August wird relativ schwach. Wie du richtig sagst, die Gamescom wird vollkommen ignoriert, weil die war Nintendo auch davor schon relativ egal. Es gibt zwei Sachen, die ein bisschen relevant werden sein werden im August. Erstens ist das N64. N64-Spiel kommen endlich auf die Switch. Und zwar hat Nintendo einen Deal mit Rare geschlossen, also mit Microsoft geschlossen, dass tatsächlich auch einige, nicht alle Rare-Spiele dabei sein können. Das heißt, wir dürfen Banjo-Kazooie spielen, wir dürfen Conker spielen, wir dürfen natürlich Donkey Kong 64 spielen. Also es wird Nintendo Online, N64 auf Nintendo Online verfügbar sein. Allerdings gibt es einen kleinen Haken dabei, nicht der ganze Dienst wird um 5 Euro teurer pro Jahr. Das wird Nintendo so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Allerdings für Bestandkunden natürlich nicht, aber sobald ein neues Abo abschließt, wird mit N64 spielen im August das Ganze ein bisschen teurer. Nintendo wird ganz besonders Donkey Kong 64 in den Mittelpunkt stellen. Warum? Weil im August als Shadow Drop tatsächlich, nachdem sonst nicht viel los ist, und ja, Donkey Kong auch 40 Jahre alt wird, das dürfen wir nicht vergessen, wird es einen Remaster, Remake, Schrägstrich, was auch immer, eine Neuinterpretation vom allerersten Donkey Kong geben, die exklusiv im eShop erscheint und für Nintendo Switch Online-Abonnenten kostenlos sein wird. Das heißt, es ist eine grafisch aufgebaute Version mit ganz, ganz vielen neuen Levels, die im August erscheint und so ein bisschen über dieses eher schwache Monat sonst hinweg trösten soll, bevor es im September mit den Spielen so richtig losgeht. Ich muss sagen, mir gefällt dein August sehr gut. Der gefällt mir wesentlich besser eigentlich schon als mein Monat. Einfach wegen den N64-Spielen und wegen Donkey Kong. Sehr geil. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Natürlich den Smash Bros. Kämpfer, hast du auch recht, dass der auch erscheinen wird. Allerdings wird das, das war schon ein bisschen früher, das habe ich vorhin vergessen. Das ist natürlich im Juli schon, während der E3. Also während nicht der E3, während der großen Nintendo Direct. Da wird ja schon angekündigt, der Kämpfer. Und es wird ein Kämpfer von Nintendo selbst sein. Das wird ein bisschen enttäuschend sein. Es wird kein Schwertkämpfer sein. Und zwar wird sein, das habe ich mir tatsächlich noch, den habe ich irgendwie ausgeklammert, warum auch immer. Da wird als Kämpfer hinzukommen, irgendjemand von Kid Icarus. Oder ein, ja, von Pokémon Schwertschild vielleicht. Oh ja, Pokémon. Ja gut, ich ziehe zurück, ja, es wird ein Pokémon sein, du hast vollkommen recht. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Na gut, dann kommt der September. Auch der September ist bei mir relativ dünn besiedelt. Es wird wieder mal eine Partner-Direct geben, die dann zu dem Zeitpunkt 5.2021. Es wird außerdem auch noch ein Indie-Showcase geben. Das ist jetzt in meinem Fahrplan der dritte im Jahr. Und wie eben schon früher im Jahr angekündigt, wird Meisterdetektiv Pikachu für die Switch erscheinen. Mehr habe ich da nicht stehen. Du hast recht, es wird eine Partner-Direct geben. Und wie schon davor wird sie relativ enttäuschend sein. Es wird eine größere Enthüllung am Ende geben, aber das wird jetzt nicht sein, was irgendjemanden vom Hocker haut. Ansonsten erscheint eben Ende des Monats Oracle of Ages und Oracle of Seasons und außerdem, und das ist natürlich das Spannende, die Nintendo Switch Pro. Es wird auch Bundles geben, allerdings nicht mit Oracle of Ages und Oracle of Seasons, sondern erst dann im Oktober, wenn Bayonetta 3 erscheint. Allerdings kannst du natürlich entsprechend schon vorbestellen, es wird da schon ordentlich Werbung gemacht, weil Nintendo eben auch so ein bisschen die Füße ins Wasser halten möchte und schauen, ob man mit Bayonetta tatsächlich auch Konsolen verkaufen kann, weil die Leute auch wissen, dass danach dann auch eine Breath of the Wild 2 Bundle, dass auch Breath of the Wild entsprechend von der Switch Pro profitieren wird. Ich find's schön, mit was für einer Überzeugung du zu mir sagst, du hast recht, die Partner Direct wird natürlich stattfinden im September 21. Das ist schön. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre das jetzt absolut festgenagelt. Das muss genauso passieren. Weiter geht's im Oktober. Da wird es auch wieder eine Partner Direct geben. Das wird wie im vergangenen Jahr 2020 so sein, dass sie hier jetzt dann Richtung Weihnachten jedes Jahr eine Partner Direct raushauen. Außerdem erscheint natürlich das brandneue 2D-Metroid im Super-Metroid-Style, was bei der Metroid-Jubiläums-Direct ein paar Monate vorher angekündigt wurde. Und das ebenfalls ein paar Monate vorher angekündigte Super Mario Party 2 erscheint. Super Mario Party 2, das hatten wir letztens mal in den Kommentaren tatsächlich, wo jemand meinte, müsste das nicht 12 sein? Ich hatte in der Vergangenheit schon mal so argumentiert, deswegen einfach nur mal an der Stelle kurz erklärt, dass Super Mario Party ja ein bisschen eine Namenswandlung ist. Vorher war es immer nur Mario Party. Und deswegen glaube ich, dass man Super Mario Party so als Startpunkt nimmt, dass man auch mit der Nummerierung neu anfängt, weil man sagt, jetzt ist es Super Mario Party 1, 2, 3, 4, 5. Einfach weil die Zahl auch vorher irgendwann schon ganz schön hoch war. Und man so ein bisschen damit sagen will, ey, wir besinnen uns wieder zurück auf die alten Werte der Serie, machen jetzt alles wieder ein bisschen besser, weil im Endeffekt auch so. Und es passt auch dazu, denn das erste Super Mario Party und natürlich das insgesamt, ich glaube, 11. Mario Party
insgesamt. Das ist auch im Oktober erschienen, allerdings 2018. Das heißt, es ist dann auch schon 3 Jahre her, was für die Mario Party-Reihe eine ziemlich lange Pause tatsächlich ist. Deswegen bin ich mir auch, ob das jetzt genauso mit Oktober und überhaupt, das sei natürlich mal dahingestellt, aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass dieses Jahr ein neues Mario Party erscheint. Ach, und an der Stelle auch noch, was ich vorhin gar nicht mehr kommentiert habe, deine Idee ist natürlich sehr richtig, dass irgendwas Neues Mario Sportspielmäßiges dieses Jahr passieren wird. Das glaube ich auch, weil da jetzt auch schon lange nichts mehr passiert ist. Und im Oktober haben wir dann ganz am Ende noch einen weiteren und damit den allerletzten Smash Bros. Livestream zu neuem DLC. Der 11. und letzte DLC wird nämlich angekündigt. Es wird irgendein Schwertkämpfer aus irgendeinem Rollenspiel sein, der dann im November erscheint und wie üblich dann von Sakurai nochmal im Livestream groß vorgestellt wird und Amiibos und dies, das, der übliche Ablauf also. Im Oktober kommt ja, wie wir alle wissen, Bayonetta 3. Stimmt, ja, habe ich total vergessen, meine Güte. Allerdings ist Nintendo natürlich auch ein bisschen unsicher, weil es gibt jetzt kein großes anderes Spiel im Oktober, was Nintendo rausbringt. Und sie haben deswegen einen Clou im Ärmel, den wirklich überhaupt keiner vorhergesehen hat und der entsprechend die Twitter-Welt natürlich vollkommen aus dem Häuschen bringt. Und zwar Mitte Oktober haut Nintendo einfach mal so den Trailer raus für Mario Kart 9. Es gibt noch nicht viele Infos. Es erscheint für die Switch, es wird natürlich Pro-Features unterstützen. Es erscheint 2022, steht sogar Anfang 2022, damit die Leute ein bisschen wissen, oh, ja, und das ist es. Also wir sehen so ein paar Strecken halt, wir hören die Musik, wir hören am Anfang natürlich, wow, und dann ist es auf einmal klar, also wir bekommen tatsächlich Mario Kart 9 noch zu Switch-Zeiten spendiert. Und das wird die große Riesenüberraschung im Oktober. Auch dann freue ich mich nicht nur auf deinen August, dann freue ich mich auch ganz besonders auf deinen Oktober. Das ist was ich überhaupt nicht berücksichtigt habe, Mario Kart, muss ich sagen, weil ich da einfach auch die Hoffnung verloren habe und auch so ein bisschen die objektive Hoffnung, wenn man das mal so nennen mag, dass da auf der Switch nochmal was passiert. Ich kann dir jetzt schon verraten, tatsächlich, wenn dann 2023 die Switch 2 erscheint, wird es natürlich nicht sofort ein Mario Kart 10 geben, sondern es wird Mario Kart 9 umgesetzt auf die Switch 2. 9 Deluxe bitte, ja. Ja, natürlich, ist wirklich so, ja. Okay, das heißt, das wird ein sehr spannender Oktober für mich. Das muss ich mir unbedingt schon mal irgendwo notieren, dass da das neue Mario Kart angekündigt wird. Sehr cool. Also da freue ich mich drauf. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass man viele der Event- und Special-Strecken aus Mario Kart Tour nimmt und die aufbläst zu richtigen Mario Kart-Strecken? Ja, natürlich. Das habe ich sofort so geplant. Weil jetzt momentan ist tatsächlich die Berlin Tour ist jetzt gerade Mario Kart Tour gestartet. Und ich muss sagen, das würde ich als richtig große, vernünftige Strecke in einem richtigen Mario Kart ja voll gern mal sehen, dass es eine deutsche Großstadt mal in Mario Kart gibt. Oh, absolut. Ja, das wäre super. Es wird übrigens natürlich auch irgendeine Verbindungsmöglichkeit mit World Tour geben, um das ein bisschen zu pushen. Und sogar mit Mario Kart Live. Wie genau das ausschaut, das verrät der Trailer noch nicht, aber es wird alles so ein bisschen connected werden. Stimmt, man wird das ist eine kluge Idee, weil Mario Kart ist selbst als das eigentliche Spiel, was es hier nur auf Konsole gibt, mittlerweile so riesig. Wir wissen ja, dass es, ich glaube, bei 30 Millionen jetzt fast gestanden war letztes Mal schon. Das heißt, mit der Wii U zusammen hat sich Mario Kart 8 halt um die 40 Millionen mal jetzt schon verkauft. Es gibt mittlerweile Mario Kart Live, es gibt das Mobile-Spiel. Ich glaube, und darauf will ich hinaus, dass Mario Kart jetzt auch zu einem noch viel größeren Franchise nach und nach aufgebaut wird und die Sachen auch miteinander arbeiten. Richtig, das ist eine gute Idee. Weil die Marke viel zu groß ist mittlerweile, um es nicht zu tun als Unternehmen. Richtig, das Simpelste, was schon dabei sein wird, ist auf jeden Fall der Live-Circuit, Live-Cup meine ich, der einfach spielt, eine Strecke ist im Vorgarten, eine Strecke ist im Wohnzimmer, eine Strecke ist am Dachboden und eine Strecke ist, keine Ahnung, im Keller. Das heißt, das wird schon so ein bisschen dann hier auch schon so ein bisschen angedeutet alles. Finde ich cool, finde ich eine schöne Idee. Was steht im November an? Anfang November erscheint der bereits im Oktober angekündigte letzte und finale und 11. Smash-DLC und damit über 3 Jahre nach Release des Spiels. Also das ist auch echt ein langer Support mit Zusatzinhalten. Wie gesagt, es wird irgendein Schwertkämpfer aus irgendeinem Rollenspiel sein. Also relativ enttäuschend für die allermeisten Leute, aber gut. Außerdem wird es eine weitere Partner-Direct geben, das früher im Jahr angekündigte und gameplaymäßig gezeigte Legend of Zelda Breath of the Wild 2 wird erscheinen als der große Weihnachtstitel natürlich und als einer ebenfalls ziemlich großer Weihnachtstitel erscheint das ebenfalls früher im Jahr angekündigte Pokémon Let's Go, dann eben Remake der zweiten Generation Gold Silber, wie du hast es vorhin genannt, Pokémon Let's Go Schnabulat oder keine Ahnung, der Name, den werden wir später noch erfahren. Ja, und damit wird es keine großen Ankündigungen mehr im November geben, logischerweise, weil die wurden schon im Laufe des Jahres gemacht. Und jetzt geht es eher darum, jetzt kommen die richtig großen Sachen raus. Jetzt kommt eben Breath of the Wild 2 raus, es kommt ein neues Pokémon raus. Pokémon kommt, genau, Breath of the Wild kommt im Dezember, oder ich vorher November gesagt. Auf jeden Fall kommt es im Dezember, es wurde auf jeden Fall auf Dezember verschoben, wenn ich vorher November gesagt habe.
Ansonsten im November die Videogame Awards, wie wir nicht vergessen dürfen. Ne? Sind die im November? Die sind doch im Dezember normalerweise. Sind die im Dezember? Mhm. Wurscht, auf jeden Fall im Rahmen der Videogame Awards, die diesmal im November sind, im Rahmen der Videogame Awards, dann wird außer auf jeden Fall den großen Releases im November nicht viel passieren. Das Spannende wird dann gehe ich gleich zum Dezember, wenn es im Dezember ist, im Rahmen der Videogame Awards wird es zwei Sachen geben. Und zwar erstens wird der letzte Smash-Kämpfer nicht vorher, sondern da enthüllt, lieber Johannes. Das hast du leider falsch gehabt. Ah, okay, ja, da habe ich mich vertippt wahrscheinlich. Das kann passieren. Und zwar ist es tatsächlich so auch, alle Leute sagen jetzt, na, jetzt haben wir schon zwei Microsoft-Figuren, jetzt wird keine dritte mehr kommen. Doch, es wird passieren. Quasi der letzte ist der, der alles umhaut, der, wo alle nur gedacht haben, ja, nee, das wäre zwar lustig, aber es wird nicht passieren. Aber doch, es passiert, und es ist erneut Microsoft. Halo. Master Chief wird Teil des Kämpferrasters in Super Smash Bros. Weil, das wissen wir natürlich nicht, das alles nur intern, aber Nintendo und Microsoft haben da eben einen Deal geschlossen, dass mehrere Figuren gleich kommen und jetzt ist mit Microsoft quasi das große Smash Bros. Finale erreicht. Natürlich kommen gleich die Fan-Fragen, gibt es einen dritten Season Pass, aber es wird auch tatsächlich das Ende sein. Das heißt, mit dem Master Chief als absolut krönendes Highlight wird Smash Bros. In den Ruhestand geschickt. Das wird das erste sein, damit werden die Game Awards eröffnet. Aber die Game Awards müssen auch irgendwie schließen. Und wir schließen die Game Awards mit Metroid Prime 4. Wir werden nichts erfahren. Wir werden nicht mal erfahren, ob es 2022 erscheint. Wir werden kein Gameplay sehen. Allerdings erfahren wir den Titel des Spiels. Und jetzt steht nämlich Metroid Prime 4. Ist so ein bisschen kreativ wie bei Breath of the Wild 2. Aber es wird einfach Metroid Prime 4 heißen. Und das ist quasi die große News, das bestätigt ist. Und dann wird erste Infos gibt es in einer Pressemitteilung, nicht im Trailer selbst. Es wird nur heißen, dass Samus nach ihren Abenteuern auf dem Planeten Phobos, wie ist der? Also auf jeden Fall der Planet, wo halt dieser Giftstoff ist, wo das Fahrzeug ist, Planet Phazon, genau, auf dem Planeten Phazon, dass Samus wieder einen Distress Call kriegt und jetzt etwas Neues untersuchen muss und dass die Schrecken der Vergangenheit noch lange nicht besiegt sind. Das steht dann in der Pressemitteilung, die eine Stunde nach der Tokyo, nach der Videogames Show kommt, nach den Videogames Awards kommt. Das ist ja spannend, dass sie das so machen, obwohl schon Gameplay früher im Jahr gezeigt wird bei Nintendo Direct. Ja, Wahnsinn. Okay. immer für eine Überraschung gut, ne? Jetzt sind wir schon im November und Dezember. Mein November habe ich schon dargelegt. Der Dezember, der wird auch wieder keine jetzt für das Jahr natürlich großen Ankündigungen mehr haben. Es wird nochmal eine Nintendo Direct Mini geben, damit die insgesamt dritte für 2021. Da wird Splatoon 3 bekannt gegeben, angekündigt. Es wird gesagt, es ist Entwicklung und soll wahrscheinlich Ende 2022 erscheinen, wobei sich das vermutlich später auch nochmal auf 2023 verschieben wird. Aber auf jeden Fall wird gesagt, hey, es ist in Entwicklung und es kommt. Und außerdem wird es kurz vor Weihnachten auch nochmal ein Indie-Showcase geben, genau wie wir es jetzt letztes Jahr auch gesehen haben, damit der insgesamt vierte Indie-Showcase des Jahres. Ja, und dann war es das, was das Nintendo-Jahr angeht bei mir. Tatsächlich, ich habe Splatoon vollkommen ausgeklammert. Ich glaube tatsächlich, jetzt um mal realistisch zu bleiben, dass Splatoon 2021 schon erscheint. Allerdings ist mein Jahr jetzt schon voll. Das ist natürlich ein Problem. Das ist natürlich doof, da müssen Sie sich was überlegen. Deswegen, ne? Haben Sie jetzt auf 2022 verschoben, da bin ich vollkommen bei dir. Hast du sonst im Dezember noch irgendwas stehen? Nein, im Dezember kommt Zelda, das ist alles, was sich um das darum, also wird sich alles um Zelda drehen, es wird die Switch Pro halt extrem im Fokus stehen, es werden auch neue Bundles angekündigt, es wird aber sonst nichts Großes passieren, also Nintendo geht da in die Weihnachtszeit voll, setzt voll auf Zelda, weil das natürlich der große Knüller ist, bevor dann im nächsten Jahr Mario als neues als Zugpferd herhalten wird und dann am Ende des Jahres, soweit möglich, Metroid Prime 4. Aber ja, also Zelda ist, Dezember ist das Zelda-Monat schlechthin. Ja, außerdem ist ja die Switch Pro dann auch am Start, die natürlich auch vor allem zu Weihnachten sich sehr gut verkaufen wird, ne? Absolut. Schön. Ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht noch sagen kann, die wir jetzt nicht direkt übers Jahr verteilt gehabt haben, aber Animal Crossing wird natürlich weiterhin mit Updates versorgt. Und zwar anders als bei den bisherigen Spielen, wo du ja jedes Jahr an den Feiertagen selber erlebt hast, dadurch, dass es jetzt mit Online-Anbindung funktioniert, wird jedes Jahr ein bisschen was anders passieren. Es kommen andere Sachen, du kriegst andere Geschenke. Das wird natürlich passieren. Ich glaube, es wird einen DLC zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung geben, wo wir neue Figuren und vielleicht ein bisschen neue Story-Abschnitte bekommen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass Nintendo irgendwann nicht von Super Mario Bros. 35, das wird, glaube ich, tatsächlich enden, aber ich glaube, dass Super Mario 3D All-Stars, dass dieses Ding jetzt zurückgezogen wird, dass dann die Spiele vielleicht einzeln erscheinen oder dass sie einfach sagen, ja doch, sorry, blöder Fehler, kommt jetzt doch weiter. das sind noch so ein paar Nebenvermutungen, die ich hatte. Ja, hast du sonst noch irgendwie so Kleinigkeiten, die du jetzt nicht direkt in deinen Ablauf reingepackt hattest? Nee, tatsächlich nicht. Erstens mal hast du jetzt ein paar Sachen schon gesagt. Die habe ich jetzt aber auch nicht extra aufgeschrieben. Also, dass so die Sachen wie Animal Crossing weiter supportet werden, das nehme ich einfach mal als gegeben hin.
Nee, ansonsten habe ich tatsächlich keine kleinen Punkte mehr. Ich habe versucht, das eben alles in dieses Muster mit monatlicher Auflistung zu bringen. Und es ist schön, wie wir uns an manchen Stellen ergänzt haben. Eben du hast Splatoon komplett nicht berücksichtigt. Ich habe Donkey Kong überhaupt nicht berücksichtigt zum Beispiel. Und so hat sich das ziemlich gut ergänzt, ne? Mhm. Aber siehst du Splatoon wirklich so spät im Jahr oder ist dir auch irgendwann aufgefallen, verdammt, das muss auch noch irgendwo rein? Nee, ich glaube eben, dass es 2022 erscheint und dass die Ankündigung aber halt hier jetzt im Dezember stattfinden wird. Aber der Release halt auf keinen Fall, sondern das dann erst im neuen Jahr. Hm. Also ich meine, ja, es ist mir schon auch relativ spät aufgefallen und da war noch ein bisschen Platz, das schon. Dann habe ich es mir halt passend gemacht, indem ich mir gedacht habe, na ja, aber dann kann es ja logischerweise, also naheliegenderweise nicht mehr erscheinen, noch im Dezember auf einmal. Das wäre irgendwie dann relativ unrealistisch. Naja, dann sagen sie halt, es ist in Entwicklung und weitere Infos gibt es dann zu einem späteren Zeitpunkt und es kommt irgendwann nächstes Jahr raus. Liebe Leute, wir werden wahrscheinlich zu faul sein, das zu tun, aber im Dezember, Januar 2021, 2022, bitte hört euch diese Folge nochmal an und macht eine genaue Liste, womit wir richtig gelegen haben und was noch viel spannender ist, womit wir nicht richtig gelegen haben. Ich weiß nicht, ich glaube, womit wir richtig gelegen haben, ist eine kürzere Liste. Macht das ist dann leichter. Das wird natürlich sehr spannend zu sehen sein. Ich glaube, wir werden nicht mit vielen Sachen richtig liegen. Mit manchen vielleicht ein bisschen, mit manchen vielleicht ganz sogar. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, ob wir bei einer Sache zumindest wirklich alles richtig haben. Monat, Spiel, was enthalten sein wird, da bin ich sehr gespannt. Ich bin mega gespannt. Vor allem das Schöne ist ja, man kann das ja immer wieder abgleichen. Also das ist ja nicht so, dass wir erst Ende des, also natürlich ist es cool, Ende des Jahres komplett über das ganze Jahr Bilanz zu ziehen, aber man kann zwischendrin ja auch immer wieder mal so reinschauen und gucken so, hey, was habe ich mir denn jetzt im April vorgestellt und ist irgendwas davon wirklich auch diesen Monat passiert? Ist irgendwas davon schon früher passiert vielleicht? Das ist, glaube ich, ganz cool, so diesen Abgleich immer mal wieder zu machen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was davon eintrifft, was totaler Quatsch ist, was wir in Abwandlung sehen werden. Ja, schreibt uns gerne mal in die Kommentare natürlich, zum Beispiel bei YouTube, zum Beispiel bei Facebook, auf unseren Websites, bei Instagram, Twitter, per E-Mail, wo auch immer ihr wollt, was ihr so von unseren ganzen Prognosen, Spekulationen, Wünschen, Fahrplänen haltet, was ihr denkt, was Quatsch ist, was denkt ihr, ist total naheliegend, was wünscht ihr euch vielleicht selber? Lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr so zu dem ganzen Thema denkt, was eure Jahresvorschau 2021 sozusagen ist. Oder, keine Ahnung, das wird ihr natürlich wahrscheinlich in den Kommentaren ziemlich ausufern. Deswegen schreibt vielleicht so die ein, zwei Sachen, die ihr dieses Jahr auf jeden Fall erwartet oder auf jeden Fall hofft oder wo ihr sagt, Lukas hat gesagt, im Oktober kommt Spiel XY, das ist totaler Quatsch, das kann niemals passieren. Schreibt mal fleißig Kommentare, da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen und dann können wir natürlich in den nächsten Wochen auch im Community-Teil wieder drüber reden. Apropos Community, genau. Dazu kommen wir gleich, wir machen aber vorher ganz kurz Werbung. Ja, denn auch die Folge soll natürlich enden mit euren wunderbaren Beiträgen und Fragen, die ihr uns in den vergangenen Tagen zugeschickt habt, per Kommentar hinterlassen habt und so weiter. Und ich steige an der Stelle einfach mal gleich ein mit dem Patrick, der sich per E-Mail gemeldet hat. Und er fragt, was war unser witzigster Moment bei Breath of the Wild? Er hat dann noch dazu geschrieben, aus eigenen Erlebnissen. Ich lese jetzt vor aus seiner Sichtweise. Unserer, ich spiele immer mit meiner Frau, war folgender. Ich bin am Strand rumgelaufen, da waren drei Metallkisten, ein Feuer und zunächst mal ein Exalfo. Hinter zwei Kisten habe ich mich versteckt und habe die dritte Kiste mit dem Magneten schweben lassen, ihn sogar mal damit erwischt. Da hat er richtig Panik und Angst vor der fliegenden Kiste bekommen, ist wild rumgerannt, versehentlich in das Feuer getreten und dann verbrannt. Das war echt witzig, da haben wir beide sehr lachen müssen. Also, was war unser witzigster Moment bei Breath of the Wild? Witziger Moment, also die Moblins sind natürlich schon so Garanten dafür, dass da lustige Sachen passieren, weil die auch lustige Animationen haben. Ich habe einen lustigen Moment evoziert, weil ich davon gelesen habe. Ich habe halt mal ein Huhn mitgenommen zu einem Kampf, weil ich das gehört habe, dass dem die reagieren und habe das dann reingeworfen in den Kampf und dann hat der Gegner das Huhn gehauen und dann sind halt ganz viele Hühner gekommen und haben den Gegner angegriffen. Das war schon lustig, aber ich wusste eben, dass es passiert. Aber jetzt nicht so dieser eine Ultra-Moment, wo ich sage, das war jetzt irgendwie unerwartet für mich. Aber der Moment, der mir einfach viel Spaß gemacht hat, war halt die Insel. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die Insel rechts unten auf der Karte, wo man ohne Items dann überleben muss. Die ist cool. Das war einfach unglaublich lustig zum Spielen. Deswegen würde ich vielleicht das als Ersatz jetzt sagen, weil mir nichts Besseres einfällt. Ich kann jetzt auch keinen einzelnen Moment irgendwie kommt mir jetzt auch nicht in den Sinn, aber relativ ähnlich wie bei dir. Also ich weiß definitiv, dass ich immer wieder mal witzige Momente hatte, wo halt aber auch solche Sachen wie jetzt von Patrick beschrieben, passiert sind. Also ich hatte das auch, dass einfach Gegner irgendeinen blöden Quatsch gemacht haben, was mich ziemlich zum Lachen gebracht hat und teilweise die Kämpfe sehr vereinfacht hat. Ja, oder die Reaktion manchmal, auch wenn man jetzt irgendwie aus dem Hinterhalt da irgendwie
was auf die Gegner raufwirft, irgendeinen großen Stein oder so. Das sind manchmal witzige Reaktionen. Aber ich kann da jetzt auch kein einzelnes Erlebnis leider wiedergeben. Ebenfalls per E-Mail hat sich der Daniel gemeldet mit mehreren Fragen. Er sagt, für 2021 angekündigt sind unter anderem die Rollenspiele Bravely Default 2, Shin Megami Tensei 5 und Ys, weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Ys 9, Monstrum Nox. Von welchem dieser Spiele erwarten wir am meisten? Bravely Default 2, ich habe die Demo gespielt. Ich habe nicht gespielt die 3DS-Vorgänger, die wie heißen sie? Bravely, also auch Bravely Default Flying Fairy und Bravely Default The Sequel oder 2 oder ich weiß nicht, auf jeden Fall gab es 2 Spiele. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so richtig gehuckt beim Anspielen. Shin Megami Tensei 5 bin ich sehr gespannt, also Persona mag ich sehr gern. Shin Megami habe ich noch nicht gespielt, aber das ist ja die Serie, aus der Persona gewachsen ist. Da bin ich sehr gespannt, was das wird, was das kann, was das möchte. Ja, und Ys habe ich noch nie gespielt, habe ich keine Ahnung davon, darum erwarte ich mir davon am wenigsten, aber Shin Megami Tensei 5 freue ich mich auf jeden Fall am meisten. Ja, ich gehe dann gleich zur nächsten Frage, weil das tatsächlich alles jetzt Spiele sind, wo ich gar nichts dazu beitragen kann. Das ist völlig fernab meiner Welt. Richtig, die nächste Frage habe ich ja schon beantwortet quasi. Genau, die wäre eher an dich gegangen, ob du vielleicht schon mal Ys, spricht man das so aus, Ys? Ich nehme es an, ich weiß also nicht. Also YS schreibt man das, Ys 9 schon gespielt und kann etwas zu sagen. Man munkelt ja, seine Freundin könnte Japanisch. Er hat dann noch eine dritte Frage. Was kommt als nächstes von Monolith Soft? Bekommen wir eine Xenoblade Chronicles 3, ein Xenoblade Chronicles X2 oder eine neue IP? Kommt das nächste Spiel noch für die Switch oder schon für das nächste System? Ich glaube, Xenoblade werden wir jetzt nichts mehr sehen auf der Switch, ist meine Vermutung. Die werden jetzt auch sehr beschäftigt sein, weil die ja bestimmt sehr in die Breath of the Wild 2 Entwicklung eingebunden sind. Ja, das ist wahrscheinlich so das größte Projekt, an dem sie derzeit arbeiten. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch ein großes Rollenspiel nachgereicht wird, zu Switch-Zeiten zumindest. Schön. Auf YouTube meldet sich Ji In Lee. Ich hoffe mal, dass man es so ausspricht. Warum ist es so verdammt schwer, an schwarze respektive graue Joy-Cons zu kommen? Wieso limitiert Nintendo das so? Tun sie das? Also ich meine, in der Anfangszeit ja, auf jeden Fall. Da habe ich das selber bemerkt, weil ich habe mir irgendwann mal einen zweiten Satz Joy-Cons gekauft. Und zwar graue, weil ich die unbedingt haben wollte, weil die Switch, die war bei mir mit bunten. Also in der Zeit kann ich mich gut erinnern. Ich weiß, dass ich damals keine Switch mit grauen Joy-Cons bekommen habe. Und ich weiß, dass ich ewig gewartet habe, bis endlich mal so langsam die grauen einzeln verfügbar geworden sind. Allerdings, eigentlich hatte ich das Gefühl, seitdem war das okay. Also jetzt momentan ist es natürlich keine Option und kommt dementsprechend nicht vor. Aber normalerweise gehe ich ganz gerne durch Elektronik? Märkte oder wie man sagt, also durch sowas wie Saturn, Mediamarkt oder Expert oder was auch immer. Also ich gehe da gerne mal, ohne irgendwas zu brauchen oder zu kaufen, durch und schaue einfach so ein bisschen. Ich mag das total gerne. Und da hatte ich jetzt aber in Erinnerung, dass es in letzter Zeit immer so, dass es immer graue Joy-Cons gegeben hat. Deswegen bin ich tatsächlich auch verwundert, jetzt zumindest was die letzten 2 Jahre angeht. Die ersten 2 Jahre nach Release, das, die Erinnerung habe ich auch. Ja, da war es tatsächlich sehr schwierig. Liest du noch weiter vor? Du hast doch vorgelesen gerade, oder? Mit der nächsten Frage, meinst du? Weil die Frage hatten wir, also stimmt, das ist ja schon der nächste User, Sekunde. Ja. Moment, ich muss den Zettel umblättern. Okay, dann fange ich einfach schon mal weiter. Auf YouTube hat sich Pressbiter 1337 gemeldet und sagt, rentiert sich unserer Meinung nach die Baldur's Gate Collection beziehungsweise das Icewind Dale Torment Bundle? Haben wir das mal gespielt? Gespielt nicht, aber ich weiß, dass einfach die alten Spiele sind auf der Switch. Sind halt sehr, sehr alte Spiele, gerade im Falle von Baldur's Gate. Torment jetzt nicht so sehr, aber doch auch schon, die sind auch schon ziemlich alt. Ob sich's rentiert, kommt darauf an, ob du diese alten westlichen Rollenspiele magst. Das ist eigentlich die einzige Frage. Die sind gut umgesetzt nach allem, was ich gehört habe, aber sie sind halt auch nicht irgendwie verbessert oder was. Erscheint für Baldur's Gate nicht ein neues Spiel irgendwann mal demnächst? Oder ist Baldur's, das schon Baldur's Gate 3, es gibt ich glaube im Early Access oder auf jeden Fall gab es eine Beta. Ja, genau, aber das kommt nicht für die Switch, weil das wird sie technisch zu überfordern. Ja, das ist mir nur gerade in den Sinn gekommen. Auf YouTube hat sich Tabi gemeldet und sie sagt, sie spielt gerade Link's Awakening und muss sagen, dass es ganz schön knifflig ist. Finden wir auch in Bezug auf Dungeons, Rätsel und Weiterkommen, finden wir das auch, wenn man es zum allerersten Mal spielt? Also sie hatte in ihren Kommentaren noch gesagt, dass sie nie das Original gespielt hatte, sondern sie das jetzt zum ersten Mal spielt. Ja, die Frage habe ich schon gelesen. Ich fand das ganz spannend. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Erstens habe ich halt Zelda-Rätsel, die atme ich halt wie Luft. Ne? Das heißt, ich kenne halt jedes Zelda extrem gut. Ich habe fast jedes mehrmals gespielt. Irgendwie, ich sehe halt auch bei Rätseln, die jetzt nicht sofort 1:1 schon mal da waren, sehe ich irgendwie sofort die Zelda-Logik, weil es halt immer auf sehr ähnlichen Systemen aufbaut. Das erstens. Und zweitens, Link's Awakening im Speziellen.
Wie oft habe ich Link's Awakening in meinem Leben durchgespielt? 15 Mal, 20 Mal, irgendwie so um den Dreh rum. Das ist für mich halt wie eine zweite Natur, wenn ich das spiele. Da gibt's nicht irgendwie, da stelle ich mir keine Fragen, da mache ich einfach. Ne? Das heißt, da gibt es nicht irgendwie, das Größte war für mich jetzt irgendwie, dass ich halt neue Herzteile und neue Muscheln gefunden habe im Remake. Und da war halt wieder dann das typische Zelda-Ding, dass ich einfach wusste, was ich tun muss, was Zelda ist. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Also wenn ich jetzt mal so versuche, es objektiv zu betrachten, gerade jetzt zum Beispiel im Adlerturm, das mit den Säulen, wo man die Säulen zum Einsturz bringen muss, das glaube ich, wenn man es nicht kennt und wenn ich mich richtig erinnere, wie ich das erstmal gespielt habe, das war schon relativ anspruchsvoll. Und genau auch der letzte Dungeon, das ist dieser Feuer-Dungeon. Dadurch, dass der halt sehr viele Untergrundbereiche hat, wo du von einem, wo du durchgehen musst, um von einem Areal oben zum nächsten zu kommen, da weiß ich auch, dass ich mich damals schon einige Male verirrt habe. Und außerdem, gut, das war jetzt, da war ich noch ein kleines Kind, aber wie ich das erstmal gespielt habe, ich habe halt auch erstmal wochenlang gebraucht, bis ich erkannt habe oder herausgefunden habe, dass ich dem Marlon am Anfang, am Anfang Zauberpulver auf die Nase strahlen muss, wenn er ein Waschbär ist. Oder ich habe auch ewig lang gebraucht, um irgendwie rauszufinden, wie das jetzt genau ist mit dem Ei, dass ich den Weg durchfinde. Also ich glaube schon, also dadurch, dass es halt auch ein altes Spiel ist, wann ist es erschienen? Ich glaube 93 ursprünglich, ist natürlich so, dass er nicht so sehr an der Hand nimmt jetzt wie ein modernes Spiel, wo du irgendwie immer sofort einen Hinweis zur Hand hast, wenn du es brauchst. Es ist nicht per se ein schweres Spiel in dem Sinne, dass die Bosse hart sind oder dass du irgendwie actiontechnisch gefordert wirst. Aber ja, also so die Logiken dahinter, wenn du das Spiel nicht kennst und wenn du vielleicht auch mit Zelda jetzt nicht, wenn du jetzt nicht irgendwie Zelda alles gespielt hast, was es gibt, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es so diese Momente gibt, wo du erstmal so gegen die Wand rennst und erstmal überlegen musst, okay, was passiert jetzt eigentlich gerade? Doch, kann ich mir schon vorstellen. Das war jetzt sehr, sehr lang. Ja, und ich halte es deswegen ein bisschen kürzer. Ich habe nämlich auch Link's Awakening zum ersten Mal auf der Switch gespielt. Ich habe auch nie das Original gespielt und ich kann genau nachvollziehen, was sie meint und stimme ihr auch zu. Ja, es ist mir auch so gegangen. Obwohl ich schon viele Zeldas vorher, also nicht so viele, aber einige Zeldas vorher gespielt habe und die Mechaniken, also mit den Mechaniken vertraut bin, fand ich Link's Awakening auf der Switch auch an einigen Stellen immer wieder mal sehr undurchschaubar, sagen wir es mal so. Also mir ist es auch einfach mehrfach passiert, dass ich einfach nicht wusste, wie ich weitermachen muss und ein, zwei Mal dann auch online nachgeschaut habe, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Deswegen kann ich sehr gut verstehen, ja. Und ich glaube, wenn man das zum ersten Mal spielt und noch nie gespielt hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man in die Situation kommt. Auf YouTube hat sich außerdem Sunny gemeldet und sagt, dieses Jahr feiert Pokémon 25. Jubiläum. Können wir auf ein neues Spiel hoffen? Vielleicht das Remake von Diamant, Perl, Platin oder ein neues Let's Go in Johto? Mann, da haben wir doch schon drüber geredet, ey. Ja, eben. Was stellst du denn hier für Fragen, die wir schon längst beantwortet haben? Nee, also die Antwort, die findest du in unserem großen Blog, den wir heute gemacht haben, zur unserer Jahresvorschau 2021. Aber nochmal in aller Kürze an der Stelle, ja, zweiteres, ich vermute, und der Lukas auch, dass es neues Let's Go gibt mit der Spielwelt von Johto, also mit der zweiten Pokémon-Generation Gold, Silber und Kristall. Und außerdem haben wir vom Zockerfreak auch wieder einen Beitrag, gell? Das lese ich jetzt vor. Nach unzähligen Podcasts, in denen Johannes Yoko's Islands Express hochgelobt hat, hat sich das Spiel nun selber gekauft und auch direkt durchgezockt. Und sein Fazit ist kompletter Mist. Warum hast du ihm so einen Blödsinn empfohlen? Oh nein. Nein, nein. Er sagt, es ist fantastisch und es hat ihm unfassbar viel Spaß gemacht. Danke, Johannes, für die unermüdliche Empfehlung. Wie sieht's mit einem Nachfolger aus? Ja, die Nachfolgerfrage hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal, denn interessanterweise in den letzten Wochen und Monaten kam so ein Kommentar immer wieder mal von verschiedenen Leuten, ne, dass die Leute jetzt offensichtlich endlich nachgegeben haben, meinen unermüdlichen Empfehlungen und sich das Spiel geholt haben und viele sagen jetzt, ja, es ist wirklich fantastisch und dann kam auch die Nachfolgerfrage schon auf, da weiß man bisher gar nichts, also es gibt gar keine den entsprechenden Aussagen oder Ankündigungen oder irgendwas. Ich hoffe aber sehr. Und da das Spiel auch ziemlich erfolgreich war, also das wurde von einem winzigen 3-Leute-Team in Schweden gemacht, was finde ich auch echt sehr erstaunlich ist, weil das Spiel einfach so technisch einwandfrei läuft und so gut aussieht und jetzt nicht ultra umfangreich ist, aber halt schon seine 10 Stunden hat und viel Sammelkram. Also muss man wirklich sagen, das sind sehr, sehr begabte Menschen am Werk gewesen. Und deswegen ist es sehr gut gelaufen, hat sich sehr gut verkauft, hat jede Menge Preise eingeheimst. Also würde ich mal denken, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, weil ich mal schätze, dass einfach jetzt auch das Geld damit reingekommen ist, um die Entwicklung von einem Nachfolger zu finanzieren. Aber es gibt, wie gesagt, noch gar keine Ankündigungen in die Richtung oder so. Das Spiel ist im Mai 2018 erschienen, das heißt, es ist jetzt dann auch im Frühjahr schon 3 Jahre her. Wer weiß, vielleicht arbeiten die schon die ganze Zeit dran und wollen es dann relativ kurzzeitig ankündigen und auch veröffentlichen.
ich kann es nur hoffen und auch an der Stelle natürlich, dass offensichtlich immer wieder Leute dazu bringt, sich das Spiel zu holen, die dann alle total begeistert sind. Auch hier nochmal der Hinweis für alle, die immer noch nicht meinen Empfehlungen nachgegeben haben. Holt euch das Spiel spätestens, wenn mal wieder im Sale. Es war schon ein paar Mal vergünstigt zu haben. Ich glaube, für 5 € teilweise schon. Also auch für den Originalpreis von, ich glaube, 20 € ist das Spiel jeden Cent wert. Und für 5 € ist es jeden Cent dementsprechend mindestens viermal wert. Holt euch das Spiel auf jeden Fall, wenn ihr eh irgendwie mal Lust habt auf was Neues und gerade nichts anderes zum Zocken habt, holt euch Yoko's Island Express. Fantastisches Spiel. Für die Leute, die Frage kam der Vergangenheit schon auf, das schreibt man Y-O-K-U-S, Island, also Insel auf Englisch, und Express, also wie ein E-X-P-R-E-S-S. Mir fällt gerade kein Beispiel ein. Ebenfalls gekauft und quasi in einem Rutsch durchgespielt hat der Oceanhorn. Auch ein richtig tolles Indie-Spiel, wenn auch nicht so gut wie Yoko's Island Express. Oceanhorn ist ja vor einiger Zeit bereits für die Switch erschienen. Kann das Spiel mit seinem sehr guten Vorgänger mithalten? Leider nein. Also das erste Oceanhorn, das fand ich auch cool. Das habe ich sogar zweimal durchgespielt. Einmal am Tablet, schon bevor es die Switch überhaupt gegeben hat. Das Spiel ist ja Mobile schon recht früh erschienen. Auf der Switch habe ich es dann nochmal durchgespielt. Da hat es mir auch wesentlich mehr Spaß gemacht, weil es mit dem Controller einfach cooler war. Und Oceanhorn 2 habe ich mal angespielt, eine Stunde oder so, und dann auch das und dann wieder aufgehört, einfach weil es tatsächlich nicht so gut ist. Also Oceanhorn 1 ist ja so ein Zelda-Klon mit Top-Down-Perspektive, mit Vogelperspektive und in der Spielwelt, die an Wind Waker angelehnt ist, mit Meer und dem Schiff und vielen kleinen Inseln. Das hat sehr gut funktioniert. Oceanhorn 2 ist auch von der Spielwelt ein Wind Waker, also viele kleine Inseln und ein Schiff und ein großes Meer. Allerdings ist es ein 3D-Spiel und gameplaymäßig und auch von der Perspektive dann wie Breath of the Wild. Und da muss man sagen, also wenn man Breath of the Wild gespielt hat, zumindest ist es mir so gegangen, das hat für mich das versaut. Hätte ich Oceanhorn 2 vor Breath of the Wild gespielt, vielleicht wäre es dann was anderes gewesen. Aber so war das ein durchgehendes Vergleichen und jedes Mal mit der Enttäuschung, dass es einfach nicht annähernd mithalten kann mit Breath of the Wild. Obwohl es halt sehr sich danach anfühlt und aussieht, aber es ist einfach lang nicht so gut. Deswegen, ich glaube, es ist kein schlechtes Spiel, aber von den beiden Oceanhorns ist das erste das deutlich, deutlich bessere leider. Wenn du einen sehr guten Breath of the Wild-Klon spielen möchtest, hol dir Immortals Fenyx Rising. Ich bin da auch gerade dabei. Johannes hat es getestet. Also Breath of the Wild ist trotzdem das bessere Spiel noch, aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde auch tatsächlich, es ist ein ziemlicher Low-Bro-Humor, aber ich finde es auch ganz witzig. Also ich spiele es jetzt auf Englisch, aber dieses Gekabbel da zwischen den alten Männern, zwischen Prometheus und Zeus, während du da herumrennst, finde ich bisher zumindest eigentlich ganz charmant. Ja, wie du schon sagst, es ist halt jetzt nicht der anspruchsvollste und genialste Humor aller Zeiten, bei weitem nicht. Aber es ist ganz nett, ja. Also ich fand es jetzt auch nicht verkehrt. Ich fand es aber stellenweise auch so ein bisschen. Also ich habe es halt auf Deutsch gespielt. Das heißt, ich rede halt von der deutschen Synchronisation, du jetzt eben von der englischen. Mag sein, dass es da auch nochmal Unterschiede gibt, wahrscheinlich sogar. Ja, also, ja, man hätte es schon besser machen können. Aber naja. Wird Microsoft irgendwann nochmal das Gescheites mit Conker anzufangen wissen oder wird unser liebes familientaugliches Eichhörnchen in der Versenkung verschwinden? Das letzte Mal, dass man von Conker was gehört hat, das war doch bei diesem Spark oder wie das hieß, ja, oder? Ja, genau. War irgendwas. Ist es jemals erschienen? Nee, das war nur mal so eine technische Demo-Ding. Was wurde denn aber vorgestellt? Was für eine Technik eigentlich? Weißt du das zufällig noch? Ich glaube, man sollte sich selbst irgendwie Sachen basteln können. Ja, es ging halt um irgendwelche interaktiven, neuartigen Arten zu spielen. So ein bisschen wie Dreams, ja. Ja, genau sowas in die Richtung war das. Das ist auch schon ein paar schöne Jahre her. Ich glaube, dass tatsächlich leider das Thema durch ist, was sehr schade ist als großer Fan des Originals fürs N64. Aber ich glaube, von Conker, man kann sagen niemals nie und so. Und wer weiß, was in 10 Jahren ist, ne, schon klar. Aber ich glaube, auf absehbare Zeit werden wir von Conker leider nichts mehr sehen oder hören. Ich meine, sie holen zwar jetzt immer wieder Rare-Marken zurück, alte, zuletzt Battletoads, und veröffentlichen das, aber das ist A, sehr, sehr sporadisch, und B, ist es halt niemals Rare oder ist das niemals das Originalteam, was dahinter steckt. Ich würde es nicht ausschließen, dass mal was kommt, aber es ist eindeutig auch keine Priorität. Vielleicht, also so alle 3-4 Jahre machen sie halt irgendwie so eine Rare-Marke, die so teilweise halbherzig, teilweise ganz nett wiederbelebt wird. Ja, mal schauen. Boah. Und zu guter Letzt. Jetzt mal Butter bei die Fische, wenn wir die Wahl hätten, würden wir eher einen Nachfolger zu Conker's Bad Fur Day oder einen richtigen, also guten Nachfolger zu Banjo-Tooie haben wollen. Beides zählt nicht, sorry. Das musst du dir nicht leid tun, weil das fällt mir sehr leicht, die Antwort Banjo-Kazooie oder Banjo-Free sozusagen. Ja, mir fällt die Antwort nicht so leicht und ich bin hin und her gerissen, aber ich soll mich jetzt ja unbedingt auf eins festlegen. Ich weiß, wir gehen solchen Fragen immer so ein bisschen halb aus dem Weg, indem wir dann mehrere Antworten geben. Aber in dem Fall will ich mich auch schon dran halten und dann würde ich tatsächlich auch sagen, Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie, Banjo-Free, also neues Banjo-Kazooie. So sehr ich Conker's Bad Fur Day mag,
wenn ich jetzt Conker's Bad Fur Day und Banjo-Kazooie nebeneinander stelle, ist rein spielerisch Banjo-Kazooie das wesentlich bessere Spiel, das ist einfach so. Conker's Bad Fur Day lebt von dem Ganzen drumherum und von der Zeit, in der es erschienen ist und von den vielen Referenzen auf den Zeitgeist und auf Filme aus der Zeit und von der Ungewöhnlichkeit und von der ungewöhnlichen Entwicklungsgeschichte und von der Einzigartigkeit auf dem N64, ist aber jetzt als reines Spiel vom reinen Gameplay her lang nicht so gut wie Banjo-Kazooie, was dazu führt, dass Conker's Bad Fur Day mir und vielen anderen Fans immer noch einen Haufen Spaß macht, weil es eben all diese Aspekte hat, aber nicht, weil es ein sonderlich tolles Spiel ist. Bei Banjo-Kazooie ist das was anderes. Das macht mir immer noch Spaß, weil es einfach ein richtig cooles Spiel ist. Und man muss auch sagen, tatsächlich, also erstmal spielerisch ist Banjo-Kazooie besser, sehr viele Schlaute. zweitens, Conker's Bad Fur Day ist auch humortechnisch nicht gut gealtert. Also ich habe es vor nicht allzu langer Zeit mal wieder ein bisschen reingespielt. Ja, anders gesagt, ein Banjo-Kazooie im Jahr 2021 wird, glaube ich, tausendmal besser funktionieren als ein Conker's Bad Fur Day im Jahr 2021. Naja, sagen wir so, also ein Nachfolger könnte schon funktionieren, aber es müsste halt, du müsstest schreiberisch und humortechnisch anders herangehen. Also du musst weiterhin derb sein, das ist klar, aber damals, das war halt keine smarte Derbheit oder etwas, das war einfach nur derb. Es war schon lustig, weil es halt irgendwie unerwartet war damals, dass so etwas erscheint mit dem Eichhörnchen und so. Aber gut geschrieben oder lustig geschrieben ist das Spiel eigentlich über sehr weite Strecken nicht. Das ist richtig, ja. Aber dann sind wir uns bei der Frage ja sehr einig. Und das ist doch ein schöner Abschluss für die heutige Folge. Absolut, ja. Damit sind wir nämlich am Ende. Damit sind wir durch mit den Fragen, mit unserer Jahresvorschau, mit den Spielen der Woche, mit den Schnäppchen der Woche. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Gebt uns gerne auch mal Feedback, wie ihr das fandet. Wir behandeln ja meistens aktuelle Neuigkeiten und aktuelle Geschehnisse. Diesmal haben wir jetzt eben das mal ein bisschen anders gemacht, auch auf euer Feedback hin, dass ihr die Idee von Lukas gut fandet. Ich fand, also mir persönlich macht es mega viel Spaß. Ich finde es sehr cool, das auch mal so aufzuziehen. Und wenn es halt irgendwie gute Ideen, gute Anlässe gibt, können wir das natürlich auch gerne in Zukunft wieder machen. Aber deswegen lasst uns sehr gerne mal Feedback da, wie ihr das so fandet, ob euch so eine Art von Podcast-Folge auch gefällt. Und dann können wir das Feedback verarbeiten und da gegebenenfalls für die Zukunft neue Ideen entwickeln für Folgen. Gott, das hat jetzt geklungen wie so eine 0815 keine Ahnung, Berater, Unternehmensentwicklungsaussage. Dann bitte Feedback und dann können wir dir gegebenenfalls. Wir wollen euren Value supporten. Genau. Naja, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche dann zur Folge Nummer 127 auch wieder dabei. Wie immer am Mittwoch um 15 Uhr. Wie immer überall, wo es Podcasts gibt, sei es Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Pocketcasts, TuneIn, Player FM, Podcast Addict und was es sonst noch so alles gibt. Auf unseren Websites natürlich. Like gerne unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr auch immer wieder mal Gewinnspiele, die wir hier im Podcast auch besprechen, die dort aber meistens schon früher online gehen. Also jetzt läuft gerade keins, aber wir hatten jetzt vor Weihnachten erst wieder zwei Stück. Wir werden in Zukunft natürlich auch wieder welche haben. Ja, und dann danken wir euch für eure Treue und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tüdelü. Watch out!